Three, two, one. Mercy, ne? Ja, ja, genau. Alles auf Deutsch. Where do you go? Und dann so, wo gehst du hin? Mein Liebling. Ich so, what? Das ist doch Schlager. Ja, es wenn ist du, ganz wenn du Pop-Songs nimmst und übersetzt es also ins Deutsche quasi, jetzt ist das Schlager. Mit Jay Kahn und Marco. Ja, die waren bei Shopping Queen, da habe ich das erste Mal gesehen. Da wurde einer von den Boys immer mit dem mitgeschleppt, mit den Mädels, die mussten zusammen einkaufen gehen. Und am Ende haben sie noch einen richtig krassen Gig gehabt, so on cam. Ich bin übrigens drauf jetzt und wir können loslegen. Wir können los? Ja, klar. Und die Sonne kommt raus. Geile Nummer, dann sage ich direkt 3, 2, Intro fertig. Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Podcast-Folge. Was für ein unfassbarer Start da rein. Oh Gott, was ist denn jetzt hier? Ist da Geld rausgefallen oder kein Geld rausgefallen aus meiner Tasche? Ich sitze hier, ihr seht es schon auf YouTube, ihr seht es nicht auf Spotify, ihr seht es nicht auf Deezer. Weil niemand auf dieser zuhört. Wirklich gar keiner. Ich sitze hier vor unserem Airbnb, noch auf unserer Tour, die wir mit dem Truck machen, auf einer Wiese mit einem polnischen Kollegen, der draußen rumschreit, mit dem wunderbaren, mit dem sehr schönen Survival Martin. Hallo Martin. Hallöchen, sei gegrüßt. Ich freue mich total, dass du hier bist. Hab dich gerade gefragt, sollen wir spontan einen Podcast aufnehmen? Du hast gesagt, natürlich, los geht's, sofort. Ja. Und jetzt machen wir das mit der wunderbaren Technologie über unseren Foodtruck. Und deswegen können wir davor auf einer Wiese sitzen. Fantastisch. Oder? Perfekt zum Thema passt das. Könnte tatsächlich aber auch sein, dass deswegen vielleicht mal das ein oder andere Auto hier in dieser Wildnis zu hören ist. Ja. Oder Wind. Oder ein Blättchen. Oder spontaner Platzregen kommt. Dann hört der Podcast sehr abrupt auf heute. Richtig. Sind wir uns einig. Absolut. Soll ich noch erwähnen, dass wir nicht ganz alleine sind? Richtig. Sicherheitshalber? Mach bitte. Ich habe natürlich einen treuen Gefährten. Das ist die liebe Maya. Die kraucht nämlich gerade direkt unter der Kamera. Ich muss sie mal ganz kurz rufen. Maya! Komm mal ganz schnell her hier. Jetzt ist Schluss. Wir müssen jetzt einen Podcast machen. So ist fein. Prima. So. Was gab's denn Schönes? Zeig mal. Ah, bisschen ja, Katzenkacke. So, komm mal her. So ist, bleibst du. So ist fein. Gut, wieder zurück zum Podcast. Richtig, genau. Deswegen nicht wundern, dass Martin vielleicht immer mal mittendrin 2-3 Mal laut Maya ruft und komm her. Und oder. Und, ja, genau. Jetzt reicht's. Die schon ganz wach wieder. Da ist er. Es ist der Hund tatsächlich. Ja, ihr seht es, glaube ich, auch nicht im Bild, falls ihr auf YouTube gucken würdet, weil da sind wir bildlich heute auch mal in anderer Location begleitet. So. So. Du bist Berliner. Ich bin Berliner, ja. Geboren, aufgewachsen. Geboren, aufgewachsen. Du hast aber noch eine Vorgeschichte. Ja, ich war früher Morgensternschläger auf Acapulco 4. Richtig. Wurde dann aber gekündigt. Und da haben wir uns kennengelernt. Weiß man auf YouTube was über deine Zeit vor YouTube? So ein bisschen? Ja, doch. Also die Familie, meine Community nenne ich gerne Familie, weil es sehr familiär ist. Doch, die wissen das schon. Doch. Kommen die dann auch vorbei zum Essen? Manchmal. Mit Familie macht. Tatsächlich habe ich ganz, ganz viele Zuschauer schon bei mir im Team aufgenommen und die kommen auch mal zum Essen. Ach, Tatsache? Ja, ich wirklich viele. Was heißt das denn im Team? Na, ich bin ja projektorientiert. Mhm. Das bedeutet, wir bauen Shelter, Bunker, Autos um. Und immer mal wieder rufe ich halt auf in der Community, kann mir jemand helfen, hat jemand Ahnung? Und wenn derjenige oder diejenige cool ist und das passt, dann etablieren sie sich automatisch von einem Helfer zu einem Freund und zu einem guten Freund und dann gehen die irgendwann nicht mehr. Dann hast du die da sitzen. Und kriegen ich die, auch, die einmal die Woche. Ja. Kriegen die dann was? Also Essen? Ja. Also oder auch Geld? Nee. Geld gab es auch schon, haben wir auch schon gemacht. Bei richtig großen Projekten, wo ein Budget hintersteht, wo eine Kooperation läuft, da gab es auch Geld. Aber ansonsten nein. Ist das. Und jetzt, um dann noch weiter zurückzuklappen, wenn du drüber reden möchtest, du hast ja schon was gemacht vor YouTube, weil du bist ja jetzt Mitte 20, wunderschön. Ja. Und du hattest ja auch nochmal ein Leben vor YouTube. Hast du da schon mal drüber gesprochen? Oder ja, können ja, wir doch, darüber, doch, das können ist wir darüber reden, da darüber können Investigativjournalismus wir machen? Wir können gerne darüber reden. Denn du warst, bevor du Influencer geworden bist, Gesundheit, warst du ja Facility Manager, sagt man heutzutage. Ja, ja, ja. Noch was anderes? Ja. Was hast du alles gemacht? Erzähl mal. Pass auf, du hast ja Zeit, hast du gesagt. Ja, bitte. Und wenn wir in so ein Rabbit Hole fallen, dann ist das so. Dann runter. Okay, wir fangen mal ganz, ganz früh an, ganz vorne. Ich bin geboren worden. Ich bin geboren worden. Ich erblickte das Licht der Welt. Nass, schreiend und ziemlich vollgefressen. Nein, tatsächlich Berlin geboren, zur Schule gegangen. In der Schule schon früh gemerkt, da ist was anders als bei anderen. Der klassische Klassenclown, so wie man den kennt. Viel Probleme in der Schule gehabt. Ich war nicht doof, aber ich war faul. Bin ich ehrlich. Hab meine Realschule gemacht, fertig gemacht, bin dann in die Ausbildung
Weil die Eltern haben immer gesagt, Junge, mach eine Ausbildung, damit du mal deine Tasche hast, falls es mal nicht läuft. Mit was auch immer. Da war von YouTube oder sowas noch überhaupt nicht die Rede, gar nicht. Dann habe ich die Arbeitsgruppe 83 gegründet. Das war unsere erste Band. Wir haben quasi... Ach, Tatsache. Ja, ich habe Gitarre und Gesang und Zweitstimme hatte mein guter Freund Ole und Bassist Benny. Und dann haben wir uns immer zum Saufen, zum Proben verabredet. Super, ja. Und haben dann halt so Paul Kalkbrenner gecovert, Roxette, also so richtig coole Sachen, alles auf Akustik. Paul Kalkbrenner ja, auf Akustik? Ja, Sky & Sam auf Akustikversion, das ist absolut... Muah. Der beste Bassspieler der Welt. In the night time. Ich hab gesungen, ich bin professioneller Sänger. Dann ist das auch in die Hose gegangen, weil wir einfach, ja, so eine Band lebt sich auseinander. Ne? Wir hatten einen Gig bei meiner Tante auf dem Geburtstag, war ultra geil. Eine Band lebt sich auch auseinander nach meiner Tante. Wir hatten einen Höhenflug. Wir waren auf dem Peak und ich dachte, okay, man muss aussteigen, wenn es am schönsten ist. Und dann haben wir gesagt, 40, 80-Jährige und wir sind durchgedreht. Groupies mit nach Hause genommen. Ja. Da habe ich das erste Mal erlebt, was es heißt, berühmt zu sein für den Abend. War schon schön. Aber ich wusste halt immer, Musik ist geil, aber ich mache es niemals, weil es nicht meine Passion ist. Und dann haben wir festgestellt, dass wir immer so draußen rumrennen. Und ich habe mir überlegt, okay, wir haben das früher, nannten wir das als Kinder, draußen rumrennen, Buden bauen und ja, einfach draußen sein. Und Buden tatsächlich? Ja, Buden. Oder Baumhäuser haben wir gebaut. Buden, Baumhäuser. Tatsächlich war das bei uns immer Burg bauen. Burg bauen. Ja, Nordrhein-Westfalen, da scheint der Unterschied zu sein. Das ist ja so wie, wenn Kids auf dem Schulhof Fangen spielen, dann heißt das überall anders irgendwie in Deutschland. Es gibt so ganz weirde Studien. Wie heißt das bei euch? Hab dich einfach voll bei uns auch. Bei uns auch. Ja, scheinen wohl alle gelungen zu haben. Fangen. Wissenschaft, da verlasse ich mich jetzt nicht mehr drauf. Ich würde sagen, da sind wir gerade bei dem guten Punktestand. Wissenschaft 0, wir 1. Wir 1, ja. Perfekt. Haben wir mal wieder. Ne, selber nachdenken, ihr Schlafschaf. Ah, schön. Not conform. Not conform. Jetzt reicht. Ja. Hat der Räuber und Gendarme mal gesagt? Räuber und Gendarme? Was? Räuber und Gendarme habe ich mal gehört, doch. Ja, ja das haben Cowboy wir auch immer gesagt, fällt mir gerade ein. Cowboy und Indianer kenne ich, aber... Ja, Cowboy und Indianer, auch nicht mehr okay. Oder krass, Gangster und Rapper. Rapper und Gangster war auch noch so ein Ding. Rapper und Gangster? Ja. Aber die waren meistens in allen Teams, war schwierig. Gut. Rapper und A&B-Künstler. Was bitte? So. Ja, wo war ich stehen geblieben? Dann, ach, Schulzeit. Genau. Ich war ein schlechter Schüler, schlecht in Mathe. Eigentlich war ich in allem schlecht, außer die Klasse zu unterhalten. Also man hat gemerkt, wenn ich krank war. Das war sehr selten. Gut, danach habe ich mich entschieden, nachdem ich die Ausbildung gemacht habe, zum Maurer. Übrigens sagt man auch fachkreislich Steinfortsetzungstechniker. Das ist so geil, ne? Das heißt wirklich so. Aber muss es das? Nein. So, Maurer also, ist auch gut. Also irgendwie verstehen die Leute auch unter Maurer, was er kann, ne? Ja, ist eigentlich schon so. Kannst eine Mauer ziehen. Naja, im Haus, ja. Vorm Haus. Im Haus, unterm Haus. Unterm Haus, Keller. Alles, ja. Keller, ja, ist ja so, aber macht mehr Sinn als, was nochmal? Steinversetzungstechniker. Stein. Steinversetzung. Schweinversetzungs. Ja. Massentierhaltung. Nächstes Thema. Nächstes haben wir mal wieder Thomas Gottschalk des Podcasts. Wir können Übergänge, ja. Ich wollte gerade irgendwas sagen. Ach genau, ich habe dann angefangen... Nachdem ich die Lehre durchgezogen habe, ich war von 3 Lehrjahren tatsächlich exakt nur ein Jahr da. Mhm. Das war das, wo man halt diese ganzen wichtigen Sachen gelernt hat. Und die anderen waren das, wo man auf der Baustelle schikaniert wurde. Die habe ich einfach weggelassen. Mhm. Habe meine Prüfung gemacht, habe die bestanden, war alles gut, alles super. Eine solide 3. Da war der Gesellenbrief, schön. So. Ja, und dann? Ja. Dann habe ich die ganze Zeit lang als Kaufhausdetektiv gearbeitet. Nee. Ja. Wie geil ist das denn? Also da gibt es ganz, ganz viele Real-Life-Stories, aber da darf, glaube ich, reicht der Podcast nicht. Ich habe Sachen erlebt. Boah. Auf was achtet man immer als erstes, wenn Leute klauen? Du hast ja bestimmt so ein Motiv. Ich kann heute noch in eine Einkaufshalle, das ist immer ein Supermarkt. Supermarkt, ja. Konsum. Ja. Ich überlege gerade, bin ich mit irgendwem verpaart? In Penny? Ich gehe halt in so ein Supermarkt rein und ich erkenne schon in den ersten 30 Sekunden, ob jemand dabei ist, der potenziell quasi heute überlegt, was einzustecken. Okay. Das hört auch nicht mehr auf, es bleibt einfach drin. Darf man das sagen oder ist es einfach deine männliche Intuition oder deine detektivische Intuition? Nee, das lernst du, glaube ich, in diesen, ich habe es ja nur ein paar Monate gemacht, aber so nach Monat 1 habe ich richtig gemerkt, wie du nicht mehr normal einkaufen gehen kannst. Ach wirklich? Weil du siehst sofort anhand von Bewegungsmustern oder es sind so Kleinigkeiten, woran du erkennst, ob jemand potenziell es vorhat oder es sogar durchzieht. Du hast so eine Skala von 10. 50 und 100%. Ah, Tatsache. Ja, kann ich dir heute... Und das dann so, weil die Leute nervös sind oder woran machst du sowas fest? Also es ist tatsächlich, das wäre eins, woran man das erkennen könnte, aber viel einfacher sowas wie ein offener Rucksack, den er auch hat.
okay. weil es muss ja schnell gehen. Ja. Oder du siehst auch schon an der Abteilung, wo er hingeht. Ich meine... Ich gehe halt gerne in die Damenunterwäsche-Abkleidung. Ich habe genau, da kein Problem ja. mit. Und P und C lässt mich das auch gefälligst machen. Das sind wir noch in einem freien Land hier. Es tut mir leid, ich wollte dir damit nicht zu nahe treten. Nein, aber tatsächlich hast du recht, ja, genau. Es gibt da viele, viele Facetten. Hm. Wenn du möchtest, kann ich dir eine erzählen? Eine Story? Bitte. Eine Anekdote bin ich voll dabei. Das Krasseste, was ich erlebt habe, tatsächlich war es am Alexanderplatz in Berlin. Mhm. Und ich habe da, es war gerade früh, die haben gerade alles aufgeschlossen. Ich bin in meinem Büro, wir hatten überall Kameras. Mhm. Du hast so Kameras zu hängen, die sind ungefähr so groß. Heute ist das alles anders. Mhm. Heute siehst du ja hier und da noch ein Auge und hier noch eine Kamera. Ja, ja. Aber damals waren das einfach so aus wie Bewegungsmelder. Kennst du diese Teile, wo so ein Fenster drauf ist? Ja, ja, genau. Und da war kugelschreibergroße Mine, ein kleines Loch. Ach, und das war die Kamera, das wussten aber viele Leute nicht. Damals? Damals vor 10 Jahren. Heute ist es dann auffälliger. 14. Weil bestimmt irgendwie wissenschaftlich nachgewiesen wurde, dass wenn man sieht, Leute abgeschreckter sind. Oder absolut, so richtig, genau. Ja. Nur wir hatten halt den Vorteil, die Dinger hingen halt einmal als Dummies und einmal in echt. Du wusstest nie, wann ist der Detektiv da. Ah, okay. Weil wir konnten ja nicht überall gleichzeitig sein. Deshalb haben wir Dummies hingehangen, auch mit Kabel dran. Und wenn wir gegangen sind oder dann da waren, haben wir die nur ausgetauscht. Das dauert immer Ewigkeiten. Ja. Heute undenkbar, wie viel Zeit wir drauf gegangen ist. Die ganzen Mischpulte aufbauen, diese kleinen Fernseher, alles. Ja, so, dann hast du dich im Büro gesetzt. Und ich war gerade dabei, alles einzurichten, schreit die Kassiererin draußen. Ich so, okay, raus. Ich so, was ist los? Der hat gerade alles aus der Auslage rausgeholt. Der hat quasi mit dem Arm einmal reingegriffen, Rucksack auf. Pff, also richtig kackendreist. Krass, okay. In so einer Mall und ist dann quasi raus stiften. Ich so, alles klar, welche Richtung? Dann sagte ich so, da lang. Und da war ich schon, da lang. So richtig schön wie im Comic und los, raus. Wer den Alexanderplatz kennt, weiß, da war früher ein Kaisers drin. In so einem, ja, direkt, wo auch so ein bayerisches Ur... Du hast einen Marienkäfer. Bringt Glück übrigens. Schon wieder? Ja. Du bist halt magisch. Das ist aber nicht mehr der Kollege aus Japan. Der hat mehr Punkte. Der ist aus Bangladesch. Tatsache. Ja. So, Maya. Übrigens, Fun Fact. Jeder Käfer auf der Welt kann fliegen. Wirklich? Sag mal. Da muss ich hier weiter streicheln. Ja, sorry. Und der ist dann über den Alex? Nee, eben nicht in die andere Richtung. Hackischer Markt. Jetzt bin ich ihm hinterhergerannt die ganze Zeit. Und irgendwann ist er abgebogen in so eine kleine Seitenstraße. Und ich dachte so, ha, weg. Einfach so wirklich so. Und ich so, scheiße. Dachte ich, kacke. Darf man das sagen hier? Ja, ja, klar, bitte. Ja. Scheiße. Hier kannst du alles mal sagen, was du sonst hier auf dem Hauptkanal sagen würdest. So wie bei cool, mir. Cool. Und ich sehe vorne so einen Polizisten, der hat so ein, ich glaube, es war damals ein Museum bewacht, mit so Glitterstreifen dran. Es hatte irgendeinen politischen Hintergrund, deshalb stand der da. Mhm. Und der war aber ganz gechillt. Der stand so völlig normal und meine Körpersprache nicht so gescannt. Der würde ja sonst so, weißt du, so, hey, ist gerade einer vorbeigerannt. Klar. Kann man ja mal gucken. Und nee, der war ganz gechillt. Da wusste ich also, der muss irgendwo in einem kleinen Zeitfenster von zwei Hinterhöfen, muss der abgedriftet sein. Mhm. Der muss sich verpisst haben. Kommissar Spürnase hatte natürlich recht. Abgebogen in den nächsten Hinterhof rein, saß er an der Blumenrabatte und hat so getan, als wenn er gerade so der Gärtner von nebenan ist. Ich sag, Kollege, was ist los? Ja, hasst mich. Ist okay. Wirklich? Ja, Tatsache, ja. Er konnte ja nicht mehr raus, war in der Sackgasse. Ja. Aber ich dachte, dann ist ja noch, wenn du was gefährlich... Wenn wir sind ja noch nicht fertig. Wenn du den Rochen cornerst, dann wird es ja eigentlich erst so richtig, richtig gefährlich. So. Es wurde dann später auch noch tatsächlich sehr, sehr prekär. Also auch nicht witzig, stand heute. Der Kollege ist dann mitgekommen, war ein relativ normaler Typ. Ich war damals noch ein bisschen schwerer, ein bisschen größer, ein bisschen breiter, habe auch trainiert, weil als Türsteher und als Kaufhausdetektiv musste ein bisschen auftreten. Ja. Hab den am Schlawittchen, wir laufen zurück, eine ganze S-Bahn-Station. Kurz bevor wir in die Filiale reingehen, kriegt er einen Flips, rastet komplett aus, zieht eine Spritze aus der Hosentasche und meint, Digga, ich hab AIDS. Ich stech dich ab, dann stirbst du und dann war's das. Also lass mich gehen. War für den Augenblick gar keine Option, weil wäre ich gegangen, hätte er alle Reichweite gehabt. Ich habe seine Hand genommen, habe die andere Hand genommen, habe ihn mit einem Kehr auf den Boden gebracht, dass er quasi den Halt verliert auf dem Boden. Ja. Und habe gesagt, lass die Spritze los. Er meinte, nein, ist völlig ausgerastet. Dann habe ich die Hände so lange auf den Boden geschlagen, bis beide Hände, komplett alle Knochen offen waren. Die waren komplett offen. Du hast richtig, du konntest das Weiße von denen unter der Haut sehen. Krass. Der hat die Spritze nicht losgelassen. Er hat sie einfach nicht losgelassen. Irgendwann bildet sich eine Traube von Menschen, die meinen so, ey, lass den los, der blutet. Ah. Klar, außenstehend denkt man so, Alter, der verprügelt den da. Gut, wie sollte ich mich ausweisen? Ich konnte keine Hand wegnehmen. Ich habe einfach gedacht, wenn du jetzt loslässt und der damit recht hat, dann war es das. Hast du ein Problem, Da habe ich ein richtiges Problem. Nebenan war noch eine Schusterei. Kommt so ein 2-Meter-Hirte raus mit so einer riesigen Lederschürze. Was ist denn hier los? Und ich denke so, kannst du mir mal helfen? Wir kannten uns ja vom Sehen, aber nie miteinander redet. Also ja, geh mal weg. Schubst mich so von dem weg, nimmt den am Schlawittchen, der wusste ja von der Spritze nichts, nimmt den hoch so, lässt den einmal so aufkommen wie so ein Punchingball, die Fritze fliegt weg. Und ich so, okay, cool. Alter, das ist der war auch dann durch, ich dann hoch mit ihm. Ach genau, vorher hat er von mir noch eine kassiert bekommen. Auch das blieb wirkungslos, komplett. Wirklich, also es ist
krass, dann sind wir rein. Die Spritze hat der Schuster noch gesichert. Wir sind rein, Polizei gerufen, die Cops kamen, ich denen die Story erzählt. Und dann sagt der Polizeibeamte zu mir, hätte der das zu mir gesagt, hätte ich meine Schusswaffe gezogen und in den Bauch geschossen. Boah, okay. Genau so. Und er meinte das mit keinem Spaß, er meinte das mit, nicht mit irgendeinem Augenzwinkern, sondern genauso meinte er das. Das, wenn er das auch noch sagt dazu, ist das quasi Androhung. Und dann, ja. Dann fängt er noch an, innen drinnen zu erzählen, ja, von wegen hier Anzeige wegen Körperverletzung. Ich sage, Junge, du hast ganz andere Probleme, als dass wir uns jetzt hier noch gegenseitig anzeigen. Ja, ja, also ich meine, in was für einer Situation bist du auch dann, ne? So, ja. dann gehst du und dann drehst du dich um und dann haut er dir trotzdem noch eine rein. Also das ist ja für dich absolut gar keine Garantie. Nein. Das ist jemand, der gerade was eingesteckt hat. Also, und er sagt dir dann so, ey, ich ramm dir das jetzt sonst wo rein. Ja. Und da kannst du auch sagen, ja, bitte, bitte nicht. Und dann bist du auf einmal der wegläuft, ne? Richtig. So, und das ist halt nur noch Wahnsinn. Also komplett surreale Situation. Du wirst höchstwahrscheinlich auch nicht darauf vorbereitet groß, ne? Da war also, ich nicht, das war so. Aber ich habe ja gelernt und habe vorher viele Jahre lang Thai-Boxen gemacht und ATK und sowas und auch hier MMA und so eine Geschichten. Ich weiß also genau, wenn so eine Situation auftritt, dann funktionierst du bloß noch. Und ich wusste, okay, jetzt geht keine Option. Du musst ihn festhalten, du musst das Ding loswerden. Krass. Und was rauskam im Nachhinein war, der war auf dem Weg zur Methadon-Klinik. Der hatte quasi, der war auf Entzug und die Methadon, weißt du ja, ist ein Ersatzprodukt für Heroin und allen möglichen ganz bösen Shit. Heute weiß ich, heute erkenne ich auf 50 Meter genau, wer quasi ein Problem mit Drogen hat. Sofort. Diese Zeit, in der die ich gearbeitet habe, habe ich sofort gesehen. Ja, am Anfang nicht, natürlich nicht. Woher auch? Du hast die Erfahrung nicht. Jetzt weiß ich genau, wenn ich den Bordschein, wenn ich die Straßenseite wechsle oder wenn ich merke, okay, es wird prekär. Und ich sag dir, 50% meiner Einsätze hat immer mit diesem Hintergrund zu tun. Es war tatsächlich extrem krank, was abgeht. Also, sage ich jetzt mal leicht gesagt, konnte er nicht wirklich was dafür. Es war sein Zustand. Ja. Darum hat er auch auf nichts reagiert. Mhm. Auf keine Schmerzen, auf keine Fausthiebe, auf nichts. Der war einfach wie in so einem Rausch. Trance, einfach so weg, ne? Fürchterlich, also ganz, ganz fürchterlich. Also da, ja. Hat das was bei dir gemacht, auch so zum Thema von, was ja auch ein großes Jugendthema jetzt ist, so Legalisierung von Drogen oder so, dass du sagst so, ey, ganz, ganz vorsichtig, Leute, wenn der da mal wirklich mit in Berührung kommt, nicht immer auf dem Blatt Papier und man dann sagt so, ja, aber es gibt auch ganz viel dafür, so sagst du so, wenn man da mal hautnah, sagen wir mal, wir rudern jetzt viel weiter zurück von Heroin oder sonst was, vielleicht mal hin zu Cannabis oder so, hat das da auch deinen Blickwinkel verändert dann schon, wenn man mit sowas in Berührung kommt? Weil ich würde mal sagen, bei Cannabis hat man natürlich auch immer noch die Wahrscheinlichkeit auf eine Psychose oder sonst irgendwie was. Oder man kann, weiß ich auch aus den letzten Jahren, leider eine starke körperliche Abhängigkeit auch entwickeln. Aber dass man komplett seinen Verstand verliert, also halluziniert und sonst irgendwie was, das ist ja schon fast auch eher die Seltenheit. Aber trotzdem dann solchen, ja, kannst jetzt dann nennen, wie du willst, Einstiegsdroge wäre dann wieder, wenn man es alles verteufeln würde, dann kann man es so nennen. Oder leichteren Drogen, hat das dann was in dir gemacht? Auch Alkohol natürlich? Also ich wollte gerade sagen, wir Deutschen differenzieren immer ganz, ganz gerne zwischen Alkohol und Drogen. Ich fand das sehr gut. Wir waren ja in München, um kurz noch einzuklingen, bin ich mit Miguel um 14 Uhr durch die Stadt gegangen. Und dann haben wir halt ein Wirtshaus, ein Brauhaus, also ein Biergarten. Biergarten so ist richtig, gesucht. Und dann waren wir halt in München in der Innenstadt auf so einem riesigen Marktplatz. Und dann, die saufen wir alle Maß, also ein Liter. Ja, ja. So. Und dann bin ich ja halt wirklich mit dem da durch und guck den an. 5000 Leute gefühlt in diesem riesigen Biergarten in der Innenstadt. Also kein Scheiß, alles voll, dicht an dicht. Corona jetzt mal ein- und ausgeklammert dann, wenn man möchte. Aber alle mit so einer Maß in der Hand. Ne? Und ich guck den an und sag nur zu dir, Miguel sitzt hier, sag nur so, aber Kiffen ist ein Problem, ne? Aber 14 Uhr ein Liter Bier reinzuscheppern an einem Dienstag ist keins. Ja, ja. Nee, das ist wieder, und dann war auch nur so, du warst glaube ich nur gucken, was so, ja. Das ist wirklich fucking komisch, Mann. Also, dass das irgendwie voll fein... Was machst denn du? Daydrinking ist ja noch viel schwieriger, damit klarzukommen. Also, wenn ich um 14 Uhr saufe, ist 15:30 das Thema gelaufen, tagsüber noch irgendwas zu tun. Darum geht's doch, oder? Ja, aber das kann ja nicht sein. Du kannst ja nicht einfach so... Das war ein alles ist möglich Dienstag, bin ich mir sicher. Ja, tatsächlich. Aber um zurückzurudern, gerade genau diese Unterscheidung. Und da dieser Drogen, Punkt Drogen ja da natürlich immer vorherrschend war, es war die klassische Beschaffungskriminalität. Also ich hatte damit zu tun, dass es immer so war, dass der sogenannte Kaffeedieb war es gewesen oder der quasi was zu fressen brauchte. Mhm. Ne? Also die beiden Varianten gab es. Der eine hat dann die Kaffeepakete, damals war es noch so, beim Späti quasi dann verkauft für 2,50 Euro. Ah. Weil das Paket kostet 5 Euro, er hat quasi die Hälfte davon gekriegt und der im Späti konnte wieder für 5, also, ne, verstehst du. Ah, wirklich? Ja, ja, klar. Das war das Prinzip. Darum haben die Kaffee geklaut. Ich wusste erst nicht, warum die Kaffee klauen. Das ist ja voll crazy. Also diese normalen Krönungspakete. Dass die dann tatsächlich so einen Deal haben mit dem Späti, das ist ja voll crazy. Also, damals war es noch so, wie das heute läuft, keine Ahnung. Ich überlege gerade, das ist ganz witzig, das ist schon
knappe 16 bis 17 Jahre her. Krass. Das ist andere Welt. Ja, andere Welt. Komplett andere Welt. Aber um auf Drogen zu kommen, ich glaube nicht, dass es irgendwas ändern würde, wenn wir jetzt anfangen würden, Cannabis zu legalisieren. Also meines Erachtens ist es völlig egal, was wir machen. Ob wir es legalisieren oder nicht, weil ich glaube, die Struktur der Kriminalität und der OK, also der organisierten Kriminalität, ist einfach so, dass sie dann einen anderen Preis ansetzen, wahrscheinlich größeren Shit irgendwie mit reinpacken. Also ich glaube, es verlagert sich bloß. Wir sehen gerade das beste Beispiel aus den Niederlanden. Da haben wir ganz, ganz, ganz böse, krass damit zu tun. Also die erzählen ja da wüste Stories von Banden, die mit Sprengstoff durch unsere Länder, durch Nordrhein-Westfalen fahren und die Geldautomaten hochjagen und so eine Geschichten. Also da, wenn du da mal Interesse hast, ich glaube, die Legalisierung ist nur so ein... Ja, es würde für den Alltagskiffer einfach alles leichter machen. Ja, es ist halt, ich glaube, der große Unterschied, und das ist ja auch das, wo zu wenig Leute differenzieren, ist ja den Unterschied, den man ziehen müsste zwischen Legalisierung und Entkriminalisierung. Das sind ja zwei komplett verschiedene Themen, genau. Wo auch viele Leute sagen, so, wie kannst du, wenn du, um gewisse Fußballer mal einzuklammern, oder einen gewissen Fußballer 20.000 Terabyte Kinderpornografie auf deinem Rechner hast, weniger Strafe kriegen als jemand, der ein Gramm zu viel in der Tasche hat, so gefühlt. Das ist ja, glaube ich, auch eher so die Hauptthematik mit den Sachen, dass es halt strafrechtlich irgendwie ein unfassbar veraltetes Gesetz ist. Ja. Und jetzt gerade ganz interessant in den USA, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, Georgia oder so, die haben ja, ein Staat in den USA hat komplett alle Drogen, auch krass synthetische Drogen, entkriminalisiert und die Hälfte davon legalisiert zum Verkauf, um auch diese Einnahmen zu benutzen, um Leuten mit krassen Erkrankungen oder halt Problemen damit mehr entgegenkommen zu können und helfen zu können. Um halt zu gucken, ob sich die Gesellschaft sozusagen selbst reguliert, wenn du an alles in irgendeiner Form rankommen würdest. Und das ist halt gerade die Langzeitstudie. Ist seit zwei Jahren so. Also gibt es da schon Prognosen? Ich glaube, es gibt bestimmt Berichte. Ich bin da zu wenig drin. Ich weiß nur, dass ein Bundesstaat in den Staaten alles entkriminalisiert hat und viele, viele Sachen legalisiert hat. Und da gerade viele ganz kritisch drauf gucken, ob das wirklich klappt, dass so eine Gesellschaft dann sagt so, ach, ich könnte jetzt Heroin, aber ich kann auch einen Smoothie trinken. Weißt du? So, das ist ein bisschen... Sind wir mal ehrlich. Also das Wichtigste ist, glaube ich, wie du auch schon sagst, gerade auch Thema Cannabis, gab es auch vor einem Jahr oder so eine schöne Doku vom Y-Kollektiv, glaube ich, war es, oder irgendeinem dieser Funk-Reportagekanäle, dass halt auch gerade bei Marihuana unfassbar krank gestreckt wird inzwischen. Und wenn du da den Fall hättest, wie bei dir so, wenn du vor 15 Jahren kiffen würdest und dir Gras kaufen würdest zu jetzt, dann würdest du tatsächlich direkt eine Psychose kriegen, wenn du die gleiche Menge konsumieren würdest, weil da so viel mehr drin ist, außer nur pures Marihuana und auch diese Pflanzen so überzüchtet worden sind, damit halt die Leute durchdrehen und mehr wollen. So. Ja, klar. Weil ist ja ein Verbrauchsgut. Wenn es weg ist, sollen die Leute was Neues holen. Ist wie, um es dumm auszusprechen, wie eine Heinz-Ketchup-Soße. Das geht leer, dann willst du was Neues, weil es lecker ist. Warum ist es lecker? Ist viel Zucker drin. Richtig. Fertig. So muss man halt bei diesen Themen halt auch so ansetzen. Voll spannend. Aber hat bei dir persönlich, sagst du... Ich hatte vorher schon nie Berührungspunkte damit. Also wenn du natürlich dann Probleme damit hast, dass du siehst, welche Folgen es hat, dann denkst du natürlich nochmal ein bisschen anders. Aber ganz ehrlich, der Typ, den ich da hatte, für den war Gras kein Problem, weißt du? Und für alle, die da draußen sich da ihren Joint ziehen, ey, ganz ehrlich, warum wird da so ein Hehl draus gemacht? Es geht doch um die Kriminalität, dadurch entstehend oder dadurch Bestand hat. Ja. Und die, da kriegen sie doch niemanden mit, weißt du? Von daher, ey, ganz ehrlich... Wir haben einfach grundlegend ein Problem, weißt du? Ja, das sieht immer keiner. Ja. Ist halt erst gemacht und jetzt muss man es wieder richtig machen, ne? So, und das ist halt, glaube ich, in der Größenskalierung echt ein Thema. Ja. Das ist ja wie wenn, ich sag mal, also es ist jetzt sehr, sehr grob runtergebrochen und auch nur sehr, sehr anfänglich, deswegen vielleicht wäre ich dafür geköpft, wenn ich so sage. Aber ich denke mir auch immer so, eigentlich ist es doch irgendwie so gar kein Problem, mehr Steuern zu bezahlen, wenn das alles funktionieren würde. Weil dann bräuchst du gar nicht so viel Kohle, um selber halt noch irgendwie klarzukommen, wenn mal was voll in die Miesen geht, du super, super krank wirst, du, und wir haben schon ein super Gesundheitssystem in Deutschland, da muss man sich wirklich gar nicht beschweren. So, ne? Aber ich glaube halt, dass viele Leute so denken würden, dass wenn du Leute in der Verantwortung hättest, denen du zum einen vertrauen würdest und die du für kompetent hältst, mit Ansätzen, die vielleicht eine Mehrheit der Gesellschaft richtig findet, dass viele Leute auch sagen würden, ach so, 47% Höchststeuersatz, let's make it 60, weil da sind so gute Ansätze und das funktioniert schon so gut, da braucht man mehr von uns, dass Systeme besser funktionieren. In der Pflege, in der sozialen Fürsorge, in was weiß ich nicht was, in tausend Sachen, die halt notwendig sind. So, also was hält einen davon ab? Oder warum sitze ich dann immer so alle so wütend, wenn es um das Thema Höchststeuersatz anheben geht? Ja, weil keiner ein Konzept halt mitbringt. Wenn halt jetzt Thema, ich mach's jetzt mal kurz politisch, wenn man jetzt dann von den Wahlen spricht und dann
Linke und dann hast du irgendwie jemand, der in der Talkshow sitzt und sagt, ja 70% und dann ab 2 Millionen gibst du irgendwie alles ab. Aber irgendwie wird dann natürlich inhaltlich in einer 10-Minuten-Segmentsendung nicht darüber geredet, was du willst. Dann ist es halt einfach meiner Meinung nach krank schlechte Publicity. Und das mal vernünftig auszuarbeiten, wäre halt auch mal eine Aufgabe, in die man dann, wenn man schon sowas rausposaunt, ja, populistisch, in die man dann auch direkt eintauchen müsste mit einem Konzept und sonst was. Sonst nimmst du gerade Leuten nur was weg, weil du sagst, es ist unfair. Ja, ist es, safe, aber es funktioniert ja nicht, deswegen geben dir die Leute auch nicht mehr. Ich glaube halt nicht, dass jeder Mensch ein guter Mensch ist und das tun würde. Nein. Aber ich glaube, das Vertrauen irgendwie zurückzugewinnen, ist, glaube ich, das, ist, glaub ich, die Grunddebatte, wo dann viele Leute mal sagen würden, ja, eigentlich irgendwie liegt es eher an dem drumherum, nicht, dass es so viel ist, weißt du? Weil es immer, wenn ich Leute frage, so zahlst du gerne Steuern? Nein. Ja, warum nicht? Weil du nicht siehst, weil es klappt nicht. Irgendwie genau. Ich sehe nicht, dass es funktioniert. Dann sagen die Leute, ja, aber guck mal, wir haben Autobahn und Gesundheitssystem auch toll. Dann sagst du, ja, aber so in meinem Bereich, und da kannst du dann mit Leuten aus der Pflege reden, du kannst mit Leuten reden, die in einem öffentlichen Dienst stehen, die haben dann auch nochmal ganz eigene Welten und Thematiken, die ich überhaupt nicht kenne. Und selbst wenn es bei wenn nur bei einem von 10 das nicht ankommt, dann wäre es schon, oder bei 5 von 10 wäre es ein Problem. Aber so fühlt sich immer an, wie alle sagen, ja, bei mir kommt hier nichts davon an. Ja. Wo geht's denn hin eigentlich gerade? In Wildbrücken, für wo kein Wild ist, so blöd gesagt. Ja, also so dreisatt. Man sieht ja oft immer so eine Situation. Und das geht mir aber echt genauso. Ich sag das auch das Gleiche. Und das beste Beispiel haben wir ja nun schon gehabt, unsere Pflegekräfte. Ja. Weißt du, keiner will den Job machen, weil er einfach scheiße ist, weil er halt einfach anstrengend ist und schlecht bezahlt. Da brauchen wir uns doch nicht zu wundern, also dass da nichts passiert. Ja, voll. Aber großes Thema, viel zu großes Thema. Ich habe noch eine kurze Anekdote tatsächlich auch über eine Taschendiebstahlgeschichte, die ich in meinem Leben nie vergessen werde, weil ich denke ja dann auch immer, jeder ist ja innen drin auch Detektiv, du warst es wirklich. Ich bin nur in meinem kleinen Kopf Detektiv und dann 11 Jahre und sage, ich bin ganz gut Menschkenntnis. Und immer, wenn ich so Tests mache, ist immer genau das Gegenteil. Also, das ist ganz schwierig. So, und dann saß ich mit einem Kollegen, war ich in Amsterdam. Kein Marihuana konsumiert. Wir haben auch einen Trip gemacht, irgendwie im Sommer mal ein bisschen durch ein paar Länder fahren, um, wir haben es immer ganz nett genannt, um in Stresssituationen besser Auto fahren zu lernen. Weil wenn du mal so nach Paris reinfährst, London reinfährst, auf der anderen Straßenseite und dann mal so Barcelona, alle großen Städte mal Europas gefühlt durchkrümelst, so westlich gesehen. Ja. Danach kannst du ein bisschen besserer Autofahrer. Also nicht so ein bisschen, sondern 100%. Also wir haben einen Roadtrip gemacht mit so einem Truck. Geil. Und danach war halt wirklich so, wir haben so einen Batzen, wir kennen jetzt irgendwie, sind durch 6 Länder durch und wir fühlen uns gut. Und erste Station war Amsterdam. Waren wir abends noch in einer Bar, haben uns zusammen hingesetzt, haben uns rausgesetzt, ganz viele Leute, eine Reihe sozusagen, über einer Markise, total schön, es hat so ein bisschen gedämmert, auch auf so einem großen Platz, gegenüber von dem Madame Tussauds, falls Leute den kennen in Amsterdam. Da ist ja so ein größerer Platz vor und da gegenüber saßen wir. Und dann war der Marktplatz so ein bisschen belebt, es wurde immer schon weniger und neben uns saßen 4, 5 junge Mädels, Anfang 20 so. Und haben da irgendwie so rumgelacht und hatten einen schönen Abend und eine hatte die Tasche halt neben sich liegen, irgendwie erst bei sich und hat es dann rübergelegt auf einen leeren Sitz, so Rücken zu dem Platz. Und dann saßen wir da ganz gemütlich und vor uns war nochmal eine komplette Stuhlreihe. Also nicht so ein Stuhl, auf dem wir sitzen, so ein Outdoor-Gartenstuhl, klapp auf, so ein dünner, sondern wie so ein Sessel, so ein Outdoor-Sessel, gewebter Outdoor-Sessel. So eine komplette Reihe, dass du auf dem Platz guckst, stand noch vor unserer. Ja. So, und dann wirklich innerhalb von 3 Sekunden aus dem Nix taucht ein Typ aus, wie aus einer magischen Welt. Ich habe den nicht mal gesehen. Wie aus dem Stuhl geklettert. Ja, irgendwie so gefühlt. Also es war wirklich so, und fliegend haben wir den alle erst wahrgenommen. Ne? Ja. Also irgendwie, und dann wirklich Usain Bolt-Style, wenn der Hürden läuft, so Knie auf Stirnhöhe, zack, springt er rüber, schnappt sich diese Tasche und weg. Also wirklich in einer Millisekunde war dieser Typ, ist verschwunden in so einer Menschenmasse. Oh, okay. Und alle saßen da so, wow. Also selbst die war sehr impressed, die ersten 10 Sekunden, bis sie angefangen hat zu fluchen und zu heulen natürlich. Ja, klar. So, aber selbst sie war so, weg. So, also das war so geplant, klar, und so on point. Natürlich. Da muss ich sagen, bis heute bin ich nachhaltig beeindruckt. Weil wir sind natürlich dann auf, wie so 2 dumme Jugendliche. Den kriegen wir. Ja, irgendwie so ein Scheiß. Und dann der eine in die Gasse, Amsterdam, Innenstadt. Der eine in die Gasse, den in die Gasse. Und der war weg, ne? Kann ich ganz, ganz, ganz dringend davon abraten. Ja, ne? Niemals. Wollte ich noch sagen. Das, genau. Haben alle auch immer gesagt, niemals hinterher, nicht einmischen. Nee, ich hab meinen eigenen Schwur auch gebrochen. Ja? Ja, natürlich mehrere Male sogar. Ja. Also ich... Noch kurz, um die Story zu beenden, weil bei mir im Kopf immer so wie so ein Pauseknopf. Und dann dein Spur ist immer wieder zurück. Dann so, nein, beruhig dich gleich. Ich war auch schon mal in Amsterdam. Falsche Story. tatsächlich
Verurteilung, bla, keine Ahnung, egal, der Typ, ne, erledigt. Noch viele andere Storys gehabt, wenn wir uns nochmal wiedersehen und du nochmal Lust hast, kann ich noch ganz andere Geschichten erzählen. Gern. Von Angriffen, tätlichen Angriffen, gute Verstecke und so weiter. Aber danach habe ich mich dazu entschieden, nach 3 Monaten exzessiven Arbeitens, für 5 Euro die Stunde riskiere ich mein Leben nicht. Weißt du, von 7 Uhr morgens bis abends 20 Uhr. Ich war der Erste, der kommt und der Letzte, der geht. 5 Euro die Stunde kannst du dir ausrechnen. Und wenn ich keine Täter hatte, hat der Chef gesagt, geklaut wird immer. Und dann gab es keine Kohle. Ich sag, ist das dein Ernst? Eieiei, arbeitsrechtlich auch spannend. Ganz, ganz toll. Jedenfalls, danach habe ich mich dazu entschieden, bei McDonald's anzufangen. Ah, Tatsache. Und habe dann ganz viele Jahre am Zoo, direkt absolutes schlimmstes Viertel in Berlin, am Zoologischen Garten bei McDonald's angefangen zu arbeiten. Und da habe ich auch ganz, ganz viele Storys. Also eigentlich, und das hat man mir schon ganz oft gesagt, sollte ich mal überlegen, entweder selber Podcasts oder ein Buch zu schreiben. Weil da sind Sachen passiert, zwischenmenschlich wie auch... naja, McDonald's halt, was soll ich erzählen? Es gab halt echt viele Missverständnisse, weil es halt ganz viele Kulturen untereinander waren. Ich habe in der kürzester Zeit ganz, ganz viele Sprachen, immer Brocken gelernt, war ganz interessant. Aber es ist halt auch ein absoluter Knochenjob, gerade da an der Stelle. Ich habe mal an einer Schicht 60.000 Cheeseburger gemacht, zusammen mit den Kollegen. Das war Love Parade. Da haben die gesagt, Kollegen haben da gearbeitet? Sechs. Jeder hat 10.000 Cheeseburger gemacht in der Schicht. Ja. Wie lange geht eine Schicht? Gute 8 Stunden. Also ich glaube, wir haben ein bisschen länger gemacht, aber das war schon Rekord. Du musst dir vorstellen, du funktionierst wie ein Uhrwerk. Rechne mal durch, ja. Ich rechne mal durch, ja. Jetzt genau. Gehen wir weiter. Es gab sogar eine Goldmedaille. Nachdem die Love Rate 10.000, ich sag mal 10. Das heißt, sehr einfache Rechnung. Sagen wir mal, ihr habt 2 Stunden überzogen. Ja. Geteilt durch 10 sind 1.000 in der Stunde. Ja, schaffst du. 1.000 Cheeseburger in der Stunde. Du musst den Ablauf sehen, dann verstehst du auch, dass es geht. Du musstest, damals war es so, du hattest so einen großen Schieber. Da hast du quasi, ich glaube, ich habe den Ablauf sogar noch im Kopf. Warte mal, du hast über dir den Brotkorb gehabt, wo morgens übrigens Mäuse rausgesprungen sind, weil es stand immer auf der Zooseite. Egal. Lecker, 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 lecker. Wenn da eine Maus drin war, hat man geguckt, war die Folie angerissen und dann wurde die, ne? Oder auch, geht schon. 10 Jahre Garant. Dann gibt es so runternehmen, du hattest 2 pro Seite, dann. War das? Das war die erste Bewegung, dann war schon mit der anderen Hand der Ofen. Gerade die Buns auf den Dings gelegt, genau. Podcast, muss immer überlegen. Genau. Also du greifst oben in den Korb, schmeißt nach unten auf dein großes, das sah aus wie so ein, als würde man jemanden verprügeln wollen, wie so ein Kuchenblech. Nur halt mit so einem Alu und vorne so ein Griff dran. Und damit hast du draufgepackt, dann rein in den Ofen, runtergeklappt, das war noch diese Sandwich-Toaster. Übertriebene Sandwich-Toaster. In der Zeit hat auf der anderen Seite hast du schon die eingefrorenen Patties auf diesen Kontaktgrill gehauen. So klack, 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 klack. Es war wirklich wie ein Uhrwerk. Ich kann dir auch noch genau sagen, was für Zutaten draufkommen und wie viel, weil du hattest immer so eine Sprühdosen oder so eine Spritze hat man immer, glaube ich. Und damit immer genau die richtige Menge. Genau. Und dann war immer dieses Geilste, war immer so eine Prise Zwiebeln. Aber eine Prise ist halt immer so, mal hast du dann halt so, dann kleben die aneinander. Und es ist wirklich so, dass du dann im Kopf fährst du das einfach wie ein Film. Und dann machst du die ganze Zeit nichts anders. Und du hörst nur, Cheeseburger, wir bauen Cheeseburger, Cheeseburger. Die haben auch komplett alles Sortiment eingestellt und nur noch Cheeseburger verkauft. Ich hatte immer einen Kollegen, mit dem bin ich abends feiern gegangen und auf Mallorca. Und der ist immer rumgegangen zu Burger King, war daneben. Ja. Und ab 3 Uhr machen die zu da. Die haben nicht 24 Stunden auf. Ja. Und das war immer nach dem Feiern, als wir jünger waren, wenn wir betrunken waren, der ist dann immer reingegangen, hat sich mit in die Schlange gestellt und hat gesagt, einmal alles. Also alles, was ihr noch habt, gebt ihr mir jetzt. Und dann ist er immer zu den Leuten dahinter in die Schlange gegangen und hat denen das immer gegeben. Und er ist dann trotzdem noch mit so 8 Tüten immer nach Hause gegangen, hat dann einen Burger gegessen und am nächsten Morgen irgendwie immer das Fleisch genommen, hat dann so eine Restpfanne gemacht. Mit so irgendwie Sachen so. Aber jeden Abend so. Und dann war ich so, warum gibst du immer 200 Euro am Ende des Abends aus, um alles bei Burger King zu kaufen? Meint der, sonst schmeißen sie es weg. Nee, das stimmt nicht ganz, ne? Ja, klar, aber da war immer so viel noch über. Ja, und dann hat er einfach gesagt, alles, was hier noch liegt in der Warenausgabe, weil die haben immer Sachen fertig gemacht, das darf hier 10 Minuten liegen, sonst kommt es weg. Richtig. Aber da kommen so viele Leute, die nehmen es eh mit. Und dann, wenn du schon weißt, so, okay, ich sehe das Ende der Schlange, wir sind jetzt schon drüber, hier kommt keiner mehr rein, dann war immer so, alles, du gibst mir alles jetzt noch, was hier liegt, alles. Und dann waren die natürlich immer noch voll mit allen möglichen Sachen. Da ist er immer rum und hat gesagt, hier. Hat er die Gönner gemacht. Ab nach Hause. Ja, aber immer. Es war irgendwie immer eine schöne Geste, aber es war auch jedes Mal angeschrien, hör auf jetzt! Für 200 Euro die Scheiße. Voll, damit trainierst du ja Burger King dazu zu sagen, lass mal noch liegen, vielleicht kommt der Kollege. Der Kollege mit der Glatze ist wieder da, machen wir voll. Alter, ich hab's nicht gesagt, Alter. Komm, wir leben im Kapitalismus, super. Ja. Oh, herrlich. So, ja. McDonald's auch abgearbeitet. Dann habe ich bei meinem Dad in der Firma angefangen, Hausmeister-Service, und habe dann 14 Jahre als Facility-Manager gearbeitet. Auch stellvertretender Geschäftsführer und
Alles, was dazu gehört. Von Kotze, Scheiße, Pisse, Sperma habe ich alles beseitigt. Leichen, Tatorte. Ich wollte gerade sagen, Leichen auch? Eine Leiche hatte ich ja. Uff. Ja. War nicht schön. Ja. Ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen schockierend, wie inzwischen irgendwie in vielen Doku-Serien, das so sehr unverblümt auch gezeigt wird immer, ja. Wie Leute da einfach so liegen. Weil ich habe immer, ich muss sagen, die größte Angst in meinem Leben ist tatsächlich so, nicht mal, glaube ich, sterben, sondern das, was danach kommt. Weil wenn dann so, dass man dich findet, meinst du? Der bekannte Influencer liegt in der Wohnung und dann hast du auf einmal so Spiegel-TV da stehen und die zeigen einfach deine weißen Füße. So, das ist ja auch ganz komisch so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es sowieso super befremdlich. Das ist wie die irrationale Angst, von wem war es? Von Jan Böhmermann, dass wenn du im Flugzeug einsteigst und dann merkst du jemand Prominenteres, als du es drin, dann weißt du schon, ah fuck, wenn wir jetzt runtergehen, dann ist erst auch Thomas Gottschalk tot und Jan Böhmermann war auch da. So, das ist dann immer so dieses so, ah scheiße. Das sind ja komische Ängste. Ja, ich sag ja, das sind die Ängste von unserer tollen Generation. Ich habe Angst, nicht so bekannt zu sein. Okay, krass. Außer du bist so bekannt wie Thomas Gottschalk, dann ist es glaube ich auch ja, gut. Aber da gibt es doch diese schöne Geschichte, dass er immer das Flugzeug begrüßt. Kennst du das? Thomas Gottschalk geht wohl immer in Flugzeuge rein und weiß halt, dass jeder ihn kennt in Deutschland. Und er geht dann wohl rein immer und stellt sich vorne hin und sagt so, guten Abend. Einfach ins Flugzeug, weil alle sind so, ah, Thomas Gottschalk. Und dann hat er es so hinter sich. Ach mäßig. So, meinst du so, das? Okay. Ja gut, okay, das kann ich noch nachvollziehen. Aber ich fand es irgendwie eine geile Nummer, wenn du da reinkommst und dann mit der kompletten Selbstsicherheit einfach. Wetten, dass mich jeder in diesem Flugzeug kennt? Guten Abend. Einfach so, einfach mal allen nett in die Augen guckst und bist so, wir müssen nicht drum herum reden. Ich bin's. Schönen guten Abend. Ich wünsche Ihnen einen tollen Flug. Genau. Und dann einfach hinsetzen. Genau. So. Wir kürzen das jetzt einfach ja, ab. Ja, genau. Damit ersparen wir jeder, viel Stress. Jeder hat ein Erlebnis mit mir. Richtig. Schönen guten Abend. Hört auf zu tuscheln. Ja, genau. Ich wünsche euch einen tollen Flug. Richtig. Einfach geil, irgendwie damit umzugehen. Auch, ja. Ne? So, aber es kann auch echt nach hinten losgehen, wenn da so, halt so eine Gruppe Amerikaner drin ist. Who's that guy? Ja, ja. Aber die kennen den ja auch. Der hat ja eine Mühle da. Die sind ihm ja sehr dankbar, dass er da war. Der hat ja Kalifornien zu einem besseren Platz Erde gemacht. Mit einer Mühle. Ja, mit einer echten tollen Mühle. Geil. Ist, glaube ich, aber abgebrannt. Darf man, glaube ich, gar nicht drüber witzeln. Nee, ne? Ist stimmt, ja. Ist abgebrannt, habe ich ja. gehört. Ist schon nach lange dem genug her. Waldbrand, ne? Ja, also ja. Ist ja auch ganz normal. Ist ja L.A. Das, ja. Das Konzept L.A. ergibt auch nicht mehr so lange Sinn, aber ja. wir ziehen es durch. Ist im Prinzip so wie die Niederlande. Gucken wir mal, wo das hinführt. Ja. Ansonsten ist bald schön am Meer. So. Da hat jeder sein Hausboot. Da hat jeder sein kleines Hausboot. Für den Kliman direkt so, oh, was machen wir? Was machen wir? Wow. Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Ah, ne, ja, das ist ja eine ganz andere Innovation. Ecke. Ganz andere Ecke gewesen. Du hast aber schon gesagt, du warst dann Facility Manager, wie man das so schön sagt. Ja. Neben Hochstein, Kantstein, Verlegungstechniker. Exakt. Und richtig ausgesprochen. Detektiv, Kriminal, Psychologe, Techniker. Ist man ja dann auch. Pathologie. Pathologischer Techniker der Reinigungsfacility, Reinigungskraft. Mit Schlüsselgewalt. Sehr gut. 747. Hat er sich gemerkt? Wenn der jetzt noch kommt von irgendjemandem, so, oh, der kennt den 747, dann weißt du, da haben die Leute, sind die am Start. Ach, da sind die am Start. Das hast du dann, hast du das auch mit am längsten gemacht? Warst du dann am längsten Facility Manager? Oder? Tatsächlich ja. Ja, und? Deshalb 14 Jahre, ja. War es dann der beste Berufsweg, sagen wir mal, von den ganzen Sachen, die du gemacht hast? War es schon am angenehmsten? Neben so Kotze und sonst was wegmachen, natürlich, was jetzt nicht so geil ist sicherlich. Also, aber war es da, wo du dich am ehesten angekommen gefühlt hättest, wenn du jetzt gesagt hättest, kein YouTube, oder hättest du nochmal gehoppelt? Mein ursprünglicher Traum war als Kind Busfahrer oder Polizist. Ich hatte mich auch tatsächlich als Polizist beworben, aber damals war es noch so, nicht wie heute. Wenn du dich heute bewirbst, reicht so, können sie geradeaus laufen und lesen. Eingestellt. Jetzt ist ja, die suchen ja dringend Leute. Das ist ja krass. Mit meinem Zeugnis von damals hätte ich heute absolut keine Probleme. Damals war es so, dass es Mathe 4 ging nicht. Hm. War ich raus. Hm. Keine Chance. Hm. Was soll das? Auch nicht mit so einer, mit so einer Ausbildung dazwischen geschaltet oder so? Die meinten, machen sie Fachabitur. Können sie nochmal irgendwie. Ja, sagen. Genau. Ich dachte, bin ich clever, mache ich auch. Ja. Und dann kam der Tag X und ich saß im Unterricht und der Lehrer meinte: Schönen guten Tag, Klasse. Wir nehmen heute die PQ-Formel durch. Mhm. Ich gucke die Lehrer an, ich sage, was für ein Ding? PQ-Formel. Mhm. Da war ich raus. Ich hatte Nervenzusammenbruch, habe geheult, tatsächlich wirklich jetzt zu Hause, bin darauf nicht klargekommen, ich hatte Mathe immer Probleme. Und dann fing er da mit PQ-Formel und irgendwelchen Gleichungen, keine Ahnung, und dann war ich raus. Ich habe richtig gemerkt, wie mich das so kaputt gemacht hat, dass ich gesagt habe, okay, ich ziehe jetzt die Reißleine, ich höre auf mit dem Fachabitur, das war ja auf Bauwesen. Mhm. Und da musstest du halt sowas wissen wie Ü-Werte, PQ-Formel, Widerstandswasserwerte und so eine Geschichten. Das war ja alles fürchterlich. Worauf wollte ich hinaus? Ja, ja. Ich wollte doch irgendwas sagen. Polizei, Mathe, ich wie du dann weiter wolltest, genau, Fachabitur. So, und dann hast du dich damit abgefunden, dass du kein Polizist wirst. Du hast mich gefragt, weil ich hätte, ob ich da geblieben wäre. Ja. Nein. Aber der Job hatte einen ganz, ganz, ganz klaren Vorteil.
wenn dein, also das ist Fluch und Segen gleichzeitig, wenn dein Vater dein Chef ist und er sagt, hier hast du deine Arbeit, wenn die Arbeit fertig ist, hast du Feierabend. Was machst du dann? Arbeit. Du sputest dich. Ja. Also ich habe quasi von morgens um 5.30 Uhr, 7 Uhr bis 13 Uhr gearbeitet und alles danach, alles komplett in YouTube reingebuttert. Ich habe 7 Jahre, also 7, quasi 14 durch 2, 7, also die Hälfte der Zeit habe ich mir meinen YouTube aufgebaut. Und erst letztes Jahr tatsächlich gesagt, ich mache mich jetzt selbstständig. Vorher habe ich das alles simultan gemacht. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft habe. Ich weiß es nicht tatsächlich. Das ist, glaube ich, jeder Anfang von YouTube ist so dieses komplette, dieser komplette körperliche Zerfall, absolut, den man dann absolut mit sich selber eingeht, weil es so viel Spaß macht. Also es ist wirklich... Ich sage immer, du verlierst, glaube ich, jeglichen Kontrast zur Realität zum einen, für zumindest gewisse Phasen, wo man dann hoffentlich immer das richtige Umfeld hat, um sich wieder ganz schnell irgendwie auf den Boden zu holen. Und du brauchst halt, ich verstehe schon, warum viele Leute, die in der Öffentlichkeit stehen oder berühmt sind oder künstlerisch sehr bekannt sind, warum die auf Drogen zurückgreifen. Und es ist sicherlich nicht nur für kreative Prozesse, weil ich glaube, irgendwann ist auch mal dieser Glückshormonspeicher so leer gewirtschaftet, wenn du durchgehend halt gerade bei YouTube immer noch so einen Zahlenerfolg hast, also noch so einen numerischen, kannst jetzt Mathe-Fan sein oder nicht, aber 100.000 Abonnenten ist schon ein geiles Gefühl, wenn man es so selber schafft. 200.000 ist nochmal genau so ein geiles Gefühl. 300.000 ist irgendwie nochmal ein besseres Gefühl. Und es hört halt nicht auf. Und das ist halt dieses Irre daran, dass man, ich glaube, auch irgendwann da immer so ein bisschen leer ist, vor allem wenn diese Hype-Phasen vorbei sind und man mal wieder auch von der Arbeitsseite und von dann seiner Hobby zum Beruf gemacht Seite ein bisschen gegroundet wird und dann halt merkt so, jetzt hat alles so viel Spaß gemacht, aber die Gräben, die jetzt da gekommen sind, die sind ja irgendwie viel tiefer als die Sachen, die ich vorher kannte. Ich finde es interessant, dass du gerade jetzt dieses Thema ansprichst, weil ich habe genau gerade so eine Phase, wo es läuft, aber irgendwie auch nicht. Ja. Und ich denke mir so, okay, davor hatte ich aber eine Phase, wo ich geheult habe, wo ich doppelte Aufrufzahlen hatte und denke mir so, krass, und da hast du dir schon gedacht. Und jetzt, also ich passe mich gerne dem an. Und ich habe auch wieder gemerkt, so eine Down-Phasen erden dich in hinsichtlich deiner Ansprüche. Ja. Bei mir war so Instagram so, ich will dieses Jahr auf jeden Fall noch 300.000 Folgen machen. Mhm. Ich denke so, gib einen Fick drauf. Martin, erinnere dich, warum du den ganzen Scheiß machst. Ja. Mach den Bums doch nicht wegen irgendwelchen Zahlen, sondern weil du Bock drauf hast. Richtig. Und damit erwische ich mich dann, wenn es scheiße läuft, stimmt. Mhm. Und dann komme ich wieder zurück und denke so, ja, Mann, du machst das doch nicht wegen irgendwelchen Zahlen, sondern ey, du hast eine geile Community, du hast einfach Spaß an der Sache. Ja. Gesundheit. Woo. Prima, feines Mädchen, pass auf. Mein Kameramann hat sein Bein verloren. So, weiter geht's. Oh, brauchst du ein Pflaster? Nein. Maja, komm mal her. Hier zu mir. Komm her. Komm, Strummel. Schieb. Huhu. Runter. Zack. Prima. So, genau. Also, guter Ansatz, um mal wieder ein bisschen zu reflektieren. Ja. Yeah. Und ich denke mir auch keine 50.000 Captions mehr aus. Ja. Gerade bei Instagram. Ja. Das ist der Hund. Ich habe übrigens kein Tourette, sondern es ist einfach... Ist nur der Wuppi. Ist nur der... Genau, und deshalb sage ich mir, gib einfach einen Fick drauf. Mach, was worauf du Bock hast, denn nur durch Leidenschaft entsteht Großes. Ist einfach so. Flamme an und es läuft. Ja. Hast du die Flamme nicht, läuft's nicht. Läuft nicht mehr, nee. Ich kenne Leute, die haben gesagt, ich gehe da rein, ich werde groß YouTuber. Ich sage, ja, was ist dein Konzept? Ich habe kein Konzept, ich mache einfach, ich will erfolgreich, ich will mit den coolen Leuten abhängen und so. Ja, so, ich sage, okay, ich sage, funktioniert so, das aber nicht. Nee. Du musst doch was machen, du musst doch was schaffen. Mhm. Broadcast yourself war es früher mal. Ja. Jetzt ist es nur noch auch so. Schade, dass sie das so rausgenommen haben. Ne? Ja, ich finde es schade. Es ist nicht mehr yourself, es ist einfach irgendwie, was es genau ist, wissen sie, glaube ich, selber nicht mehr. Mach mal das, was gerade angesagt ist. So. Also, aber es gibt immer noch, und das finde ich halt gerade so schön, es gibt immer noch halt so schöne Bubbles. Also die Grundessenz ist ja gleich geblieben, auch wenn man es den Leuten nicht mehr so drauf bindet. Nur, du hast halt viel Störsender jetzt auch noch mit drin, was aber normal ist, wenn Media stattfindet, dass du viel Selbstinszenierung hast und viele Selbstdarsteller, sind wir natürlich alle auch in uns drin, aber das kann sowohl positiv als auch negativ sein. Ne? So. Das gehört doch dazu. Natürlich, natürlich. Das ist doch das, was das da... Natürlich, aber das geht ja Hand in Hand, eine Selbstdarstellung mit Eitelkeit oder auch Freude, sagen wir mal, ne? Immer negativ und positiv und das ist dann... Ja, stimmt. Das ist das sehr 50-50 und das war auch immer das große Ding. Ich habe mich mal an der Uni eingeschrieben nach meinem Umzug und habe einen Kurs nur gemacht, weil ich habe abgebrochen bei mir, bin dann nach Köln gezogen, war dann für genau eine Kennenlernphase an der neuen Uni und habe dann zu meiner Mutter gesagt, ich so, bitte vertrau mir, ich kann das, ich habe Bock, ich kann das. So, ich habe die richtigen Leute auch um mich rum, die wissen auch, wann Stopp ist und die sind gut und ich weiß, es sind Leute aus dem Internet und es ist super weird und du verstehst das alles nicht. Und hat meine Mutter mir dann halt echt, hat echt gesagt, ja gut, dann machst du jetzt ein Jahr, machst du das so, wie du meinst ja. Und dann gucken wir mal. Okay. Und dann kam immer mehr Geld jeden Monat und dann war sie irgendwann so, ja okay, mach dein Ding.
weil ich weiß auch nicht, warum du jetzt dann noch studieren solltest. Ne? Ja. So, also es ist natürlich für die Eltern immer der ausschlaggebende Punkt, muss man jetzt auch mal sagen. Klar, dann kam Geld, war jetzt nicht so 100.000 Euro im Monat, da muss jetzt auch keiner denken. Das war noch weit entfernt von der Zeit, in der neue Influencer mit ihrem Hype jetzt leben wollen würden. Machst du denn jetzt 100.000 im Monat? Das klang gerade so. Das wäre sehr schön, dann hätte ich sicherlich ganz viele mehr Mitarbeiter. Nein, okay. Die würden zwei Stück und die würden alles davon kriegen. Okay, cool. Bin Teil alles. Ich dachte, ich mache was falsch. Nee, klar. Ich kann dir gleich ein paar Tags verraten. Da geht's richtig rund. Nee, und da habe ich tatsächlich auch mit einem Dozenten irgendwie so einen Einstiegskurs gehabt. Und der hat dann irgendwie zu mir gesagt, was machen Sie? Weil ich bin reingekommen, war so ein scheiß Zweitsemester. Ich war eigentlich schon fast durch mit meinem Studium. Der meinte dann, Sturmwaffel. Ich habe gesagt, ja, schön, neue Uni, erster Typ im ersten Raum, erkennt mich direkt. Habe ich gar keinen Bock mehr. Wie nennt er dich? Warum? Egal. Warum nennt er dich so? Ha? Bist du Nazi? Nein. So, Sturm, irgendwas. Ach so, wegen Sturmführer oder was? Ja, alles mit Sturm davor Scheiße. Ist für Deutsche immer direkt Nazi. Ist ganz schlimm. Ja? Habe ich, glaube ich, viel zu beigetragen, dass es hoffentlich nicht mehr so ist. So, also, weil es gibt ja auch noch 1000 Stürmer. Ist ja jetzt auch nicht der Lewandowski, der wilde. Das so. Ist aber richtig ein Problemkind. Ja, nee, aber das ist halt irgendwie so ein großes Thema gewesen. Dann hat das der Dozent halt auch mitbekommen und meinte dann so, ja, was machen Sie denn, bla bla bla, habe ich ihm das erzählt. Und da habe ich ja Minecraft-Videos gemacht, wo ich Videospiele spiele. Und meinte er, warum, Medienwissenschaftler, warum sollte man sich das angucken? Hasse ich ja YouTube, hasse ich ja, ist ja RTL. Habe ich gesagt, nee. Also es ist vor allem das, was sie sich selber aus der Plattform machen. Und wenn sie nur RTL-Inhalte kriegen, dann würde ich mir eher Sorgen machen um ihren Nutzerverhalten. Weil dann ist es das, was sie anscheinend irgendwie konsumieren, ne? an der Plattform hält, dass sie das nicht mögen. Und dann sucht sich die Plattform halt das zusammen, warum sie wütend sind oder was sie dann Leuten zeigen. Richtig. Gibt aber auch genügend Leute, die dann vielleicht anspruchsvolleres Material machen, wissenschaftliche Sachen irgendwie da online stellen, wenn sie das mögen. Nee, ist überhaupt nicht so. Habe ich gesagt, ja, super Grundsatz, hier möchte ich gerne studieren. Wenn sie dann wieder irgendwie im Bereich Medienwissenschaften unterwegs sind. Ganz schwieriges Gespräch gewesen und genau das, was du sagtest, ist halt wirklich so, dieser man hat so diesen Verruf immer noch irgendwie drin gehabt, das kommt langsam, glaube ich, immer mehr und mehr, dadurch, dass halt dann die Positivbeispiele auch immer größer werden. Ne? Ja. Und Julian Bam hat sicherlich einiges für die Szene geleistet. So ein Knossi hat sicherlich auch in jüngster Zeit viel gemacht in der Verknüpfung Fernsehen mit Influencern, was die auf die Beine stellen können. Inhaltlich klammern wir jetzt mal bei Jens in aller Liebe vielleicht mal stellen wir mal hinten an zumindest, aber es zeigt zumindest mit positivem Beispiel voraus, was solche Leute auch an Events, Veranstaltungen können, dass mal 300.000 Leute zugucken auf einer Plattform, die eigentlich nur 500.000, 600.000 Leute hat in Deutschland, dass man da so auf einem Channel alle vereinen kann, den deutschen Jay-Z mit Sido irgendwie direkt mit einbinden kann, dass der sagt, ey, das ist viel geiler als Fernsehen, lass nur noch das machen, so. Eine Sally, die 150 Mitarbeiter hat, eine riesen Firma drumherum aufgebaut hat oder mehrere Firmen. Das ist halt alles, glaube ich, gute, positive, große Beispiele inzwischen auch, dass wir dann immer so ein bisschen mehr Spielraum haben, wenn Leute halt auf einen zukommen oder Familie und die sagen, warum guckt man sich an, wie andere Leute Videospiele spielen? Habe ich immer gesagt, warum guckst du dir Leute an, die Fußball spielen? Ja. Die können es halt besser als du. Ja. Punkt. Genau. Deswegen gucken sie Leute an. Oder sind lustiger als du. Ja. Einfach. Und du merkst ja auch, dass es sich geändert hat. Ja. Früher. Also ich weiß es noch. Und ich glaube auch, das Fernsehen hasst uns. Ich glaube, die Fernsehindustrie hasst uns. Nee, das switcht. Die mögen uns ganz gerne. Die wollen uns halt tatsächlich wieder mit einbinden, verstehen aber nach wie vor nicht, dass du kein Moderator bist, sondern ein Sender. Genau. Und da sind wir nämlich bei dem Punkt. Und ich habe das Gefühl, jetzt ist es gerade schick, sich Influencer einzuladen. Richtig. Promi-Haus, Sommerhaus und wie die alle heißen, ganze Formate, Big Brother. Ist ja immer ein Influencer dabei. Ist ja schon Standard jetzt. Ja. Quasi, ich weiß nicht, ob es der Quoteninfluencer sein soll. Ich weiß es nicht, um den seine Zielgruppe abzuholen. Aber ich weiß aus sicherer Quelle, dass das Fernsehen uns eigentlich hasst. Aber es gibt ja nicht nur eine Quelle. Es gibt ja ich weiß aber... Oh. Steckst du mit da an dem Tisch? Also ich als Quelle würde das auch bestätigen übrigens. Bist du... Ich habe mir gerade die Finger eingeklemmt. Du bist wirklich... wir haben vor uns einen Holztisch und er hat seine Finger durch den Holztisch gesteckt und jetzt sind die eingeklemmt. Wieso kriegen wir das nicht mehr raus? Oh. Okay, Finger sind wieder raus. Hör auf jetzt, hör auf. Hör auf, den Tisch zu fingern. Stopp, jetzt reicht's. So. Tamay meinte auch noch, der hat beim WDR gearbeitet, er bestätigt das auch. Ja, also ich habe schon mit einigen Fernsehsendern auch damals, ich habe, weiß ja auch keiner, viele wissen es nicht, ich habe für Sat.1 gearbeitet als... Ah ja. Als Sat.1-Detektiv. Komm mal her hier. Komm mal weg von dem Kabel. Du, Janette, Jacqueline, komm jetzt her. Ist der andere Hund. Ich habe mehrere. Ja. Ich habe Stufen, wenn sie nicht hört. Erste Stufe ist Maya, zweite Stufe ist Janette und dritte Stufe ist Jacqueline. Da muss ich hören.
Tatsächlich Anwälte im Einsatz. Berlin Tag und Nacht. Hat immer als so Schauspieler? Nicht als. Ja, ich fühlte mich wie ein Schauspieler. Ich war aber einfach nur ein verheizter, wie heißt das, Kleindarsteller. So. Du warst aber wirklich dabei? Ja, ja, ich hatte also meine es Rollen. Gibt Ausschnitte, die man finden es gibt würde. Eine Bibliothek voll. Oh, jetzt hast du die Leute eingebrochen. Wenn das ihr hört bei dir aus der Community, die wissen jetzt wird gesucht. Ja, vom Tischler bis zum Fahrradladenverkäufer hatte ich alles hast dabei. Hast du dann vielleicht mal mit Jens Knossalle auch so Barbara Salisch Richtersendung gemacht? Lief auch auf Sat.1. Warst du mal der Angeklagte neben Jens? Nee. Das hatte ich nicht. Also der Gerichtsschuss war bei mir schon wieder raus. Okay. Bei mir ging es gerade los mit diesen ganzen Anwältsscheiße da. Mhm. Ganz schlimm, wirklich. Da hast du auch gemerkt, das ist ein ganz schlimmes Business, ne? Ich will jetzt hier keine Firma irgendwie in den Dreck ziehen, aber Filmpool war schon echt scheiße. Also wirklich mal. Also Berlin ansässig, die haben dich, erstens haben sie dich unterbezahlt. Mhm. Das, was ich da hatte, ich habe da echt so 100 Euro am Tag gekriegt. Und dann hat aber das Finanzamt nochmal raufgehauen, weil du als Nebeneinkunft musstest es ja irgendwo angeben und haben dir 50 Euro nochmal weggenommen. Und ich so, was? Was soll das? Aber ich habe viel gelernt. Ich habe viel gelernt, was das Verheizen von Menschen angeht. Mhm. Das ist richtig krass. Ja. Die spulen da so 100.000 Menschen durch, lassen die einmal da vor die Glotze. Ich hatte Glück, ich war gut, deshalb war ich mehrmals und über 12 Folgen auch zu sehen. Aber ich sag dir ganz ehrlich, also das ist schon echt Unterschicht. Das also zum Glück. Kannst du nicht machen. Aber du hattest schon früh eine Medienaffinität, sag ich schon mal. In der Schule, habe ich dir gesagt. Aber ich wusste nie, damit umzugehen. Ja, ja. Und dann kam irgendwann der Tag. Das war das, was ich eigentlich erzählen wollte. Entschuldige Mensch, jetzt bitte. Sind wir voll ins Loch abgetrifft. Ja, ich habe mit meinen Jungs draußen im Wald gelegen und habe gesagt, sag mal, wir machen das doch sowieso. Können wir nicht einfach mal eine Kamera mitnehmen? Mhm. Und dann nehmen wir das Survival. Und dann habe ich Bear Grylls, kennst du den? Der alles frisst. Ex-SAS hier. England und so. Klar. Krasser Typ. Wenn die Kameras aus sind, vielleicht, ich weiß es nicht, aber es ist ja halt Fernsehen. Hm. Und ich habe für mich immer gesagt, okay, ich kriege heraus, was er da für Mythen aufstellt. Als normalsterblicher Hausmeister habe ich ja begonnen, habe ich gesagt, okay, ich hinterfrage das jetzt einfach und probiere das aus. Hm. Und damit ist quasi Survival Martin geboren. Am Anfang keine Konzepte, keine Ideen, aber so nach und nach durch die Selbstversuche habe ich gemerkt, krass, und heute sitze ich hier vor dir und bin Survival Martin. Also ich bin ein Survival-Experte, in Anführungsstrichen. Hm. Es gibt immer einen, der besser ist oder der es schöner kann, aber ich würde mir zutrauen, mit sehr wenig, fast gar nichts, sehr, sehr lange dort draußen in der Wildnis zu überleben. Und das selbst beigebracht. Genau, Autodidakt, aber nur durch diese Versuche halt auch und dieses Mitbekommen, dass wir draußen als Kinder im Wald gespielt haben, hilft dir ja nicht wirklich beim Survival. Voll. Nur, dass du halt eine Affinität zur Natur hast. Das hilft dir. Dass auch mal kalt werden kann, dass auch mal regnet und so. Das schon. Aber das ist echt, echt krass. Ja, das war der Werdegang. Und dann kamen die Ideen und mein Geist ist voll mit Scheiß, sagen wir es mal so. Ich habe mich auch komplett mit Kostümen ausgelebt. Julian war immer für mich ein absolutes Vorbild. Ich habe es geliebt, wie viel Aufwand er in Kostüme gesetzt hat, wie viel Aufwand er sich in diese Maschinerie reingesetzt hat. Dafür habe ich ihn immer beneidet. Ich fand es immer richtig geil. Das war für mich ein klassischer YouTuber. Alle anderen waren immer mal, so... Ja, und jetzt muss man überlegen, wo hat ihn das hingebracht, dass er irgendwie diese Herrscher angeführt hat, war dann irgendwie so dann da zu sitzen. Und ich weiß immer noch, wenn du mit Julian unterwegs warst, war es so... Kann ihm mehr. Ja, so wirkt er auch für mich. Kann ihm mehr. Bin ja, manchmal wirkt er so. Ja, jetzt ist er halt besser. Jetzt ist halt wieder. Auch jetzt merke ich seine Vibes. Ja, jetzt, weil es halt zehrt. Ne? Also, das ist halt wirklich, ich sage immer, ein YouTube-Jahr ist wie ein Hundejahr. Ja, mal 7. Du machst, ja, genau. Ja, du machst eins und es fühlt sich an wie 7. Jedes Mal, wenn Leute jetzt auch um mich rumarbeiten, näher an mir dran arbeiten, ist halt immer so, es ist jetzt November? So, es ist auch gerade, hä? Ja. Ich habe doch gerade, war nicht gerade Sommer, es schneit. So, ne, also das ist halt wirklich bei mir sowieso studiomäßig bei mir in Köln viel abgeklebt, damit du irgendwie nicht reingucken kannst und so. Man sieht immer noch mal ein bisschen Tageszeit durch die Fenster glirren, aber wenn es jetzt halt ins Studio geht, dann halt keine Fenster. Ne? Das heißt, Studiolichter an und ich merke dann auch nicht, wie viel Uhr es ist. Also Gehirn sowieso auf volle Kanne und da verliert man schon mal einfach Wochen an dieser Arbeit. Gefährlich, absolut die, gefährlich, irgendwie ja. Wie so eine, und wir nennen das Büro auch deswegen halt ganz gerne immer die Zeitkapsel. Du kommst halt rein irgendwie um 9, um 10, um 11, um 12, I don't care, kommst halt ins Büro und dann ist halt so oder so irgendwann 22 Uhr. So, also es passiert einfach. So, du merkst halt nicht mal den Switch. Aber wie geil habe ich mir das, oder wie gern habe ich mir das früher gewünscht, als ich noch normal berufstätig war, dass du genau dieses Feeling hast und das hatte ich nie. Ja, das ist der... Daran merkst du, dass du nicht deinen... Das ist der Unterschied zwischen, ich glaube, wenn du Chris Rock hatte das mal in seinem, ich bin ein großer Comedian-Fan, Chris Rock hatte das auch in seinem Kill the Messenger Special tatsächlich den Vergleich, dass er auch gesagt hat, er hat in einer Fastfood-Kette gearbeitet und hat immer auf die Uhr geguckt und wenn er was ganz gemacht hat und er hat sich die ganze Zeit abgelenkt, hat er halt immer wieder gedacht, so oh, jetzt 20 Minuten, dann waren es 5. Ja, ja, und stimmt. Er hat immer gesagt, jetzt guckt er auch nicht mehr auf die Uhr und die Zeit verfliegt einfach nur und das ist der Unterschied zwischen einem Job und einer Karriere.
Ja, und, so. Und Leidenschaft, glaube ich, oder? Also, ja, genau. Also aber du hast eine Karriere und die machst du halt meistens mit Leidenschaft. Legst du eine Karriere hin, weil das kostet dich halt viel. Körperlich, freundschaftlich, auf allen Ebenen gibst du viel auf, um eine Karriere zu haben. Ja. Bei einem Job ist halt nicht so. Da ist halt Risiko nicht da. Also, ja. Oder viel kleineres Risiko per se, ne, was man halt dann deckeln muss oder auf einer anderen Ebene als beruflich. Und das ist halt immer so das Ding. Wenn Zeit schnell vergeht, macht man eigentlich alles immer richtig. So. Absolut. Wenn man selber irgendwo noch weiterkommt. Kann ja auch, muss ja nicht immer nur so sein, dass man dann selber was macht, sondern kann ja auch sein, dass man mit einer Firma wächst oder so, wenn man das Gefühl hat oder sonst irgendwas. Oder bei was Jungem dabei ist. Ich glaube, alle Leute, die ersten 20 Leute von Facebook, haben sich alle auch immer so gefühlt. Ne? Also da ihre Bütterchen da irgendwie mitgekodiert haben, ja, krass. Ihre Abteilung aufgebaut haben und. Obwohl das das Ding von Zuckerberg ist. Ne? Ja. Die alte Cyborg-Nudel. So. Wir lieben Menschen. Ha, 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 ha. Ja, ey, boah, super, super viel abtauchen. Ich finde das ganz gut. Jetzt hast du den Vergleich ja gemacht zu tausend anderen Berufen, durch die ich nie wandern musste und höchstwahrscheinlich auch nicht mehr wandern werde. Wie sieht das aus, wenn du das jetzt als in Vergleich setzt zu einem Influencer sein, der du ja erst ein Jahr bist? Was ist da anders? Ist es besser? Ist es schlechter? Erzähl mal ein bisschen, weil du bist ja jetzt Neu-Influencer sozusagen. Ja, also der Punkt ist, wir müssen ganz klar differenzieren. Nicht, dass die Leute denken so, ja, ein Jahr, stimmt ja nicht ganz. Ich mache den Job ja schon 7, 8, ich glaube fast 9 Jahre schon. Ja, länger als aber immer. Immer parallel zu meinem sicheren Hafen. Hm. Das war nämlich einer der Gründe, weil ich gesagt habe, ey, wenn das mal nicht klappt, ja, dann habe ich immer noch meinen normalen Job, den mache ich und dann ist alles bezahlt. Ja, dann kommt der Punkt, wo du sagst, das ist aber ganz schön viel, was man da mehr verdienen kann. Papa, ich bräuchte mal frei. Ja, geht nicht, wir müssen unseren Job machen, Junge. Dann hast du immer geile Ideen und geile Möglichkeiten, kannst die aber nicht ausleben, weil dein Chef sagt, du musst arbeiten. Mhm. Urlaub, Familie, weißt du? Und dann habe ich mich die erste Zeit freigekauft. Mhm. Habe quasi gesagt, okay, unentgeltlich, lass mich einfach raus. Und dann irgendwann sagt, ja, jetzt ist der Punkt, es geht einfach nicht mehr. Ja. Und dann ist es so, als wenn man dich, kennst du die kleinen Adler, die im Horst sitzen, ihre Flügel so gerade die Flugstärke erreichen und der erste Sprung kommt so, hey, ich springe jetzt, okay, ich springe. Oh, das geht schief. Und dann siehst du kurz bevor der unten aufkommt, so, ja. So war es bei mir auch. Die ersten 3 Monate waren die absolute Talfahrt. Ich habe so eine Angst gehabt, ich habe gesagt, jetzt machen wir jede Woche ein Video. Jetzt gehen wir rein, immer noch live. Machen wir noch einen Livestream damit dazu. Fehler. Ich bin... Nach 3 Monaten war ich so fertig, dass ich dachte, das geht nicht. Das soll doch geiler werden, das soll doch nicht schlimmer werden. Wie machen die das? Ich weiß es nicht. Ja, wie machen die das alle, ne? Dann habe ich mich dazu entschieden, weil ich gemerkt habe, dass mein Content, den ich mache, viel zu aufwendig ist, als dass man den einfach, dass jede Woche, also Hero-Content jede Woche ist einfach nicht möglich. Ja, ja. Also habe ich gesagt, okay, ich mache alle 2 Wochen ein Video, bin wieder back to the roots, weil das habe ich vorher auch so gemacht. Alle 2 Wochen ein Video, Livestream nach Fasson, also nach Facette, wie es mir gerade geht, und Abfahrt. Und das damit, und erst nach 3 Monaten, als ich dazu entschieden habe, ja. Und da merkte ich so, krass, Montag kein Wecker stellen. Eigentlich ist jeder Tag gleich. Es gibt keine Sonntage mehr. Mhm. Es gibt keine Sonntagsblues mehr. Mhm. Es gab dieses tiefe Loch vor Montag nicht mehr. Mhm. Jetzt schon wieder aufpassen mit dem Tisch. Du hast gerade auf den Tisch gezeigt. Wenn das einmal da reinkommt wieder, dann haben wir wieder... Ja. Magie. Genau. Und deshalb sage ich dir, wenn du dir was aufgebaut hast und es funktioniert, dann mach. Dann ist es geil. Das ist einfach ein geiler Job. Aber am Anfang diesen Schritt zu wagen, niemals. Niemals. Und ich merke immer wieder, wenn du auf Leute triffst, so Eintagsfliegen, die halt so kurzzeitig Erfolg haben, so richtig steil gehen und die dann irgendwann hinten abfallen und merken so, ja fuck, jetzt läuft's nicht mehr, ich bin uninteressant geworden, ich bin scheiße, ich bin, hä? Und dann wohnen die wieder bei Mami zu Hause. Gibt's ja genug Fälle und dann, ja, oder auch nicht, weißt du, und so. Es aber ist halt, wie ist denn das für dich als gestandener Arbeitnehmer? Sag mal. Du kommst in eine Szene wie... Und das würde mich total interessieren, also auch sehr unbelastet jetzt von mir jetzt vielleicht mal so, ne? Also kannst du auch über mich dann so quatschen. Wie hast du das denn wahrgenommen, als du das erste Mal in Berührungspunkt gekommen bist mit anderen Influencern? Also wie nimmst du solche Leute wahr, die halt vielleicht direkt aus der Schule raus 2 Jahre Minecraft-Videos gemacht haben und jetzt die erfolgreichste deutsche Streetwear-Modemarke auf einmal besitzen?
Grüße gehen raus an Justin. Also, ne, also das sind ja wahnsinnige, merkwürdige, vor allem merkwürdige Geschichten und auch wahnsinnig komische, vielseitige Leute. Weil bei mir, um das kurz in Kontext zu setzen, war es immer so, als ich das erste Mal in Köln mit Influencern zusammen war, habe ich mich, und das war noch deutlich weniger, weil das ist jetzt 6 Jahre her, da war so eine Dagi Bee und die Außenseiter und solche Leute, das war da so Thema. Und Ju, Cheng und Dena, Unge, so diese Leute, ne? Nur die gab es, die hatten so 200.000, 300.000 Abonnenten da so gefühlt alle. Und das war so die Elite, sag ich mal. Und da habe ich mich das erste Mal mit diesen Leuten eben mega wohl gefühlt, weil das waren genau solche Nerds wie ich. So, die waren genau über die gleichen Videos informiert, die haben sich für das Gleiche interessiert und das war so das Ding. Aber ich glaube, das hat sich inzwischen krass verschoben, weil nicht mehr nur, wenn wir über Influencer reden, nicht mehr nur YouTuber da sind, sondern auch TikToker, Instagrammer, Twitterer, die sind immer nur wütend in der Ecke und twittern. Nein, Quatsch. Nee, aber auch Streamer zum Beispiel war damals gar kein Thema. Du warst YouTuber und hattest einen Twitch-Stream. Du warst nicht Streamer. Das hat so ein Monte erst etabliert bei uns, dass du überhaupt das nur sein kannst und dann Influencer noch irgendwie. So, aber wie ist das aus deiner Perspektive, weil du ja viel später jetzt, also vor einem Jahr erst da reingerutscht bist. Was hältst du, A, zwei Fragen von den Leuten und B, fühlst du dich da wohl? Ich gehe mal noch eine Frage davor zurück. Ja. Konsumverhalten. Ja. Ich konsumiere, ich möchte mal runterbrechen, keinen YouTube. Noch nie gemacht. Ja. Weil ich für mich immer, und das ist dieses Broadcast-Yourself-Ding oder dieses, ich hatte eine Idee, eine Vision von Idee. Mal also, hallo. Kommst du mal bitte her? Der Hund wieder, ist der Hund wieder. Ist ein Nebengespräch. Er führt keine Selbstgespräche. Das ist der Wuppi. Sitz. Sitz. Fein. Bleib jetzt hier. Gut. Tatsächlich, ich habe immer gesagt, ich mache meine Sache und ich habe immer gesagt, auch wenn es das Video schon gibt, ich mache es trotzdem nochmal, weil ich es ja für mich mache. Und dass das Leute dann sich angucken und geil finden, das war da ein Nebeneffekt. Ich hatte auch nie die Absicht, damit Geld zu verdienen. Ich wollte auch, doch berühmt wollte ich schon immer geil werden. Aber Geld war nie ein Thema für mich und ich wollte auch nie irgendwie, sondern einfach meine Vision leben. Und ich habe nichts konsumiert. Und das war oft ein Verhängnis für mich. Weil dann stand plötzlich so ein Revi vor mir bei einem Workshop im Monetization Club im Google Office. Und er will ein Foto mit mir für Mo. Ich kannte beide Menschen nicht. Denkst, okay, irgendwann erzähle ich Fritz die Story, weil den kannte ich. Ja, da ist ein Vogel hier, so übelst abgedrehter Typ und hier, keine Ahnung. Du weißt schon, wer das ist? Ich sage, nein, woher? Ja, das war Revi. Ich sage, wer ist denn Revi? Ja, der hat so 1,2 Millionen Abonnenten und das Foto, was er gemacht hat, war für Mo. Und erst auf dem Next Level Event treffe ich das erste Mal Mo. Und da wurde mir auch klar, für wen Revi da dieses Foto gemacht hat. Das ist gruselig, wenn du einfach, das wäre so, als wenn du, kennst du die Geschichte von Rodriguez? Nee. Absolut geisteskranker Sugarman, Searching for Sugarman. Mhm. Ein Film, den musst du dir unbedingt angucken. Es ist ein Dockarbeiter aus irgendwo in Staaten gewesen, hat sein ganzes Leben lang geschuftet, hat aber nebenbei Musik gemacht, im Studios aufgenommen und so weiter. Und dieser Typ hat einen Song rausgemacht, der hieß, glaube ich, Sugarman hieß der. Und der wurde in der Apartheid in Afrika weltberühmt. Der Typ war da. Ja, geh ruhig, sag hallo. Die tut nichts. Einfach hallo sagen. Halt, Feudi. Kann ich kurz warten? Nee, mach ruhig, alles gut. Okay. Hi. Hallo. Der war in Afrika ein fucking Rockstar. Er hätte schon Milliardär sein können. Man wusste es aber nicht. Krass. Und so habe ich mich auch immer gefühlt. Ist okay. Ja. Also ich war jetzt kein Rockstar, aber man kannte dich, aber ich kannte niemanden. Hm. Übrigens, den Film musst du dir unbedingt angucken. Das ist einfach geil. Wer ist der? Searching for Sugar Man. Searching for Sugar Man. Ja, okay. Absolut geil. Und die Musik dazu. Der hat ja richtig gute Musik gemacht. Hm. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Jetzt kommen wir zu der Frage. Was war die Frage? Geht's dir gut? Ja, mir geht's super. Prima. Möchtest du ein bisschen Tomatenmark? Er redet gerade mit Tamay im Truck. Ja, ach so, ja, sorry. Ja, genau, der gerade an irgendwelchen Nippeln rumspielt. Genau. Irgendwie hat sich die Frequenzen wahrscheinlich ein bisschen verändert, die Störfrequenzen jetzt. Ja, Problem. Ah, keine tragischen Probleme, okay. Aber wir haben einfach weiter durchgefunkt, ne? Ich glaube nicht, mein liebes Fräulein. Ich habe das genau gesehen. Hast du gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Sie hatte es im Mund. Unmöglich. Hier zu mir. Es ist unmöglich. Komm jetzt ganz schnell her. Musst du auch nicht bei mir ausheulen. Nee, mach ich nicht. Komm mal her hier. Hast du es auch gesehen? Sie hatte die Scheiße im Mund und hat sie wieder ausgespuckt, nachdem ich es ihr gesagt habe. Und sie weiß genau, dass das nicht macht. Wir machen sowas nicht. Schmutz. Nachher wasche ich dir den Mund mit Seife aus. Nein, war ein Spaß. Nein, Gott. Geht nicht. Wir sitzen hier zu Gast. Du kannst doch nicht ihre Kacke essen. Ich gehe da auch nicht in irgendeinen Garten und esse Kacke von anderen. Das mache ich doch nicht. Sag mal, doch, habe ich schon gesehen. Du bist doch Survival-Martin. Du bist doch jeden Scheiß. Ich brauche nochmal die Frage, die erste. Sorry. Fühlst du dich wohl?
wenn ja, du unter diesen Leuten, oder erstmal, ich glaube, die erste Frage war tatsächlich eher, was hältst du von so Leuten, von jetzt Influencern generell? Ja. Also wenn du das gesehen hast, weil du hast ja jetzt dann auch schon ein paar Jahrzehnte Berufserfahrung. Ja. Hattest du da ein paar Momente, die ein bisschen merkwürdig waren, ohne Namen zu nennen natürlich, weil die Kollegen sind ja immer sehr schnell, die konsumieren ja nur. Und genau, fühlst du dich da wohl, wenn du unter diesen Leuten bist? Weil bei mir war es definitiv so, muss aber auch sagen, es war eine andere Gruppe, als es das jetzt ist. Du hast es dir auch ausgesucht, oder? Du hast dir doch die Gruppe ausgesucht. Nee, ich bin halt in Köln angekommen und dann, also ja, ich hatte Herr Bergmann und Paluten, das waren meine Buddies, aber wir waren viel digital, also Teamspeak oder Skype irgendwie so unterwegs und haben uns da immer drüber connected, aber nicht in Persona. Ja. Als ich nach Köln gezogen bin, war das erste Mal auch über Revi übrigens, dann dieser Inn in diese ganze Szene, das dann, und dann kannten mich halt Leute auch schon von denen, ne? Weil die dann so up to date waren, waren so, ja, ihr seid doch hier diese neue Minecraft-Truppe und so, und dann verstehe. Hat man mal irgendwie alle kennengelernt, die es dann auch schon mal 3-4 Jahre länger gemacht haben als man selber und da dann so, wie die Legenden sind so, und jetzt kommen Leute zu mir in München und sagen zu mir, können wir Bild machen, Legende, und dann sage ich so, oh, ich mache aber doch jetzt auch noch Sachen, nicht Ende. Nee. Ja, ist krass. So. Genau. Fühlt sich mit denen wohl oder sagst du, boah, gar nicht? Ja, natürlich. Meine Welt eigentlich. Also, das wäre auch gelogen, wenn man sagen würde, nee. Aber es gibt Unterschiede. Es gibt diese klassischen Influencer wie du und ich, also die quasi Creative Content da sind, also die quasi YouTube-Videos machen, die halt auch echt sich Gedanken machen, die halt echt auch was da reinbuttern und auch ganz viel mit Eigeninitiative und Flamme machen. Mhm. Dann gibt es die Variante, die sagen, ich mach das jetzt hier, weil ich in der Hoffnung davon aussehe, wenn ich es richtig anstelle, habe ich innerhalb kürzester Zeit richtig dicke Kohle. Ja. Vielleicht auch ein bisschen berühmt und dann ist das geil. Mhm. Ja, die merkst du auch. Und wenn du die kennenlernst, da fühle ich mich nicht wohl, bin ich ehrlich. Mhm. Und dann gibt es auch noch die Variante, das sind die TikToker, das sind die rein Instagrammer oder keine Ahnung, wieso denn Twitterer? Nee, das war ein Joke. Ich glaub, aber Streamer wäre eher inzwischen. Gut, Streamer ist übrigens auch nochmal eine Kategorie, ne? Komplett eigen, ja. Krass eigentlich nochmal. Komplett eigene Welt wieder, ja. Auf einem Streaming-Event habe ich mich sauwohl gefühlt. Dito, ja. Das war richtig cool. Aber das sind für mich auch weitestgehend Leute, die vor der Kamera richtig gut sabbeln können. Meistens, weißt du? Ja, genau. Weil du kannst halt dich charakterlich, also wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Und du kannst dich charakterlich nicht 6 Stunden lang oder 24 Stunden streamen, einfach wegverstellen. Dann bist du irgendwann, wirst du so sein, wie du bist halt, ne? Das ist aus wie ich. Dann hast du irgendwann richtig einen Schatten. Egal, ich fühle mich in der wohl, aber es gibt Unterschiede. So ganz einfach. Und es war anfangs schwierig. Aber die erste Weihnachtsfeier bei YouTube war so geil, endlich unter seinesgleichen. Und jeder hat schon auch so immer noch, okay. Du hast trotzdem auch dieses Gefühl gehabt. Man fühlt sich dann schon irgendwie so ein bisschen geborgener, als wenn man dann in freier Wildbahn Du bist nicht der Einzige, der einen Schatten hat. Der so komplett. Hier wirst du auch nicht komisch angeguckt, wenn du in dein Handy redest. Richtig. Oder du hast eine Kamera auf dem Arm, weißt du so. Da guckt keiner, da sagt keiner was. Mhm. Ja, das stimmt schon. Ja. Also fühlt sich schon wohl. Ja, klar. Mit den richtigen Leuten ist das auch einfach geil. Es ist wirklich. Um da auch vielleicht direkt einzuschreiten, weil ich habe es mir auch noch aufgeschrieben, wie war denn dann der Weg so zum Survival-YouTuber bei dir? Na, der war ja automatisch. Der war ja dadurch, dass ich gesagt habe, okay, ich hinterfrage alles, was mit für mich war da damals, wie ich schon gesagt habe, Butzen bauen, draußen im Wald rumhängen und jetzt nennt man das Survival-Bushcraft. Mhm. Und ich habe gesagt, okay, alle anderen haben es auch schon durch und für mich war der Punkt, die Szene kannte ich, weil ich habe es ja nicht konsumiert in dem Sinne, sondern ich bin ja da reingerutscht, als ich angefangen habe, Videos zu machen und merkte so, boah, sind hier alle eingeschlafen. Mhm. Boah, die reden 14 Stunden einfach von einer Perspektive da in die Kamera und reden über ein Messer. Bauen Haus. Und nee, nicht mal. Mhm. Und labern sich alle tot über irgendwelche Sachen. Ich sage, das ist cool, aber kann man das nicht auch noch geiler verpacken? Mhm. Und da kam Ju als spiritueller Partner und auch, wie nennt man das, Ideengeber. Und dachte, okay, so mit ganz kleinen Kostümen. Und ich habe mir gesagt, okay, entweder machst du es richtig high quality, so wie Ju, oder du machst so einen Trash-Scheiß. Und ich habe mich entschieden, okay, man kann, und das ist ganz wichtig, das habe ich erst gelernt, man muss den Zuschauer am Anfang abholen. Mit einer kleinen Visualisierung. Also stell dir vor, das Boot sinkt. Dann kannst du das in die Kamera sagen. Wenn du dir aber vorher ein kleines Modellboot kaufst, da einen Böller reinsteckst und das filmst, wie das hochgeht, dann ist das für mich, ja. Dann lacht er vielleicht auch eine Sekunde so, ach, Madi, bitte. Aber er weiß genau, was ich meine, weißt du? Ja, ja. So, das ist das Ding. Also quasi, ich bin auch Produzent und nicht nur Dokumentar, also zum Beispiel Fritz, der ist ein klassischer Dokumentarfilmer. Ja, genau. Der nimmt seine Abenteuer, macht krasse Aufnahmen und so weiter, nimmt es mit. Ja, cool. Habe ich auch ab und zu, aber ich produziere gerne. Hm. Ich mag auch Gegenschnitte und ich mag auch Action-Szenen und ich mag auch den Moviebalken. Da stehe ich komplett drauf. Hm. Und deshalb, ja.
Und halt auch so ein bisschen, glaube ich, dieses verrückte Image hast du dir ja auch dadurch so ein bisschen... Das bin ich schon so lange, ja, ich ja, denken klar. kann. Aber weißt du übrigens, dass diese Verknüpfung mit uns beiden genau daher kam? Weil das ja in weil meiner, du auch so Spaßvogel bist. Weil es in meiner Gaming-Zeit tatsächlich ein großes Thema immer war, das war Top Comment, den kennst du, weiß ich blind, ohne dass wir jemals darüber gesprochen haben. Was für Drogen nimmst du denn? Ich will auch so drauf sein. Ja, klar. Ja, das Ding. Ja, ja. Und wie kann man... ist der so? Oder ist der immer so? Ist der immer so, genau. Ist der immer so, ja. Und daher kam ursprünglich, das weiß ich noch von älteren Zuschauern und Zuschauerinnen von mir, definitiv diese Verknüpfung mit dir immer, weil die gesagt haben, bist genau wie Freddy. Der ist komplett wahnsinnig. Obwohl ich mich auch schon, muss ich sagen, in den letzten Jahren sehr davon weiter wieder verabschiedet habe oder zurückgegangen bin, ist immer noch zwischenzeitlich so, wo ich dann auch einfach einen Tag habe, wo ich nur durchdrehe auf jeder Ebene. Ja. Aber es ist nicht mehr so extrem wie in den Gaming-Dingern, wo ich auch schon Part Rolle mitgespielt habe. In meiner Seite war es halt immer so. Aber habe ich auch dann halt immer gesagt, und ich habe mich halt irgendwann unwohl gefühlt, weil diese Rollen so überhand genommen haben in den Gaming-Videos, dass du entweder gar nichts gemacht hast, also so warst, wie du bist, und dann war es halt manchmal extremer, manchmal nicht, oder halt nur noch eine Rolle gespielt hast und dann nicht nur mal 10, sondern mal 100 gegangen bist. Ja. So mit Roleplay-Sachen und sowas. Und da habe ich mich nie wohl gefühlt. Ja, gut. So, also da, so komplett einen Wegschauspielern und dann zu sagen, so, ich bin jetzt hier in der Minecraft-Welt und ich bin Detektiv und dann riecht die ganze Zeit so und dann ich bin Detektiv-Waffel und dann müssen wir rumgehen. So, dass da, also ja. war immer, da war für mich dann immer so der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, jetzt wird's albern. So, das ist mir, das dann nicht mehr, das hat für mich nichts mehr mit dem zu tun, wo ich mich wohlfühle. Und ich habe da ja nicht mal was gegen. So, ich kann das auch konsumieren, wenn das gut gemacht ist. So, ich würde mich dem nicht mal verweigern, nur ich bin so weit weg aus meiner Komfortzone, wie ich mich wohlfühle, vor der Kamera zu sein, wenn ich schauspielern muss und nach einem Skript arbeite, weil ich mir selber ausdenke, dann bin ich weg. So, dann macht es mir keinen Spaß mehr. Dafür bin ich zu gut, wenn ich kein Skript habe. Ja, so. Richtig, ja. Und das hat mich dann immer gestört. Aber lustig, das war der ursprüngliche passt Weg. Ja. Aber ich wusste ganz ehrlich, ich habe dich so... Ja. Also klar, du hast deine Momente, wo ich auch merke, so, hey, ja, ist klar. Mhm. Aber du gehst da nicht so weiter rein. Ne? Bei mir ist es so, ich muss richtig aufpassen. Ja. Wenn ich merke, dass ich in diesen Strudel und dann ich gelassen werde, dann kann das ganz schnell so eine ganz weirde Situation werden. Aber es ist halt bei mir, ich habe gelernt, ich sage jetzt mal einfach Rolle dazu, weil es ist keine Rolle. Ja, ja, also alle, die mich kennen und das schon sehr, sehr lange aus der Schulzeit wissen, das ist Martin. Mhm. Die sehen mich und sagen, was wundert ihr euch, der ist schon immer so gewesen. Dann ist das ein Punkt, ich kann es jetzt aber besser kontrollieren. Ich weiß, okay, in manchen Situationen ist es einfach wichtiger, mal runterzufahren, das zu kanalisieren und so wie so ein Furz so abzulassen. Ja. Und dann, wenn ich es brauche, ziehe ich es wieder rein und dann gebe ich Vollgas. Ja. So. Weil, ganz ehrlich, wir sind eine Unterhaltungsbranche. Richtig. Und ich brauche keinen Y40 mal dabei zu gucken, wie er mir ihn vom Knopf labert. Richtig. Weil es einfach langweilig ist. Ja, manche brauchen das aber auch, ne? Das ist dann halt immer so dieses. Ja, so die sind aber dann bei uns falsch. Richtig, ja. Wir sind kurz, wir sind knackig, wir sind schnell und richtig. Wir sind dich gehört, du. Ja, nee, bei mir ist tatsächlich ein bisschen mehr die Bremse in den letzten Schade. Jahren also dazu eingekehrt. Aber auch einfach nur ein kraftmäßiges Thema, ne? Ich habe halt viele Leute, die mich da auch mit begleiten und dann komplett down the rabbit hole ist sehr selten geworden. Weil ich sonst kraftmäßig auch nicht mehr packe mit allen Sachen, die drumherum passieren. Ne? Du wirst auch nicht jünger. Nee, tatsächlich auch nicht, merke ich auch. Deswegen auch großes Thema seit dem ganzen Corona-Teil gewesen bei mir ist Alkohol. Davor ist das halt ein Hand-in-Hand-Thema gewesen mit du bist Influencer. Und ich kenne viele Leute, die Verträge mit ihren Netzwerken gemacht haben, die nur bei diesen Netzwerken sind, weil die gute Partys gemacht haben. Was? Tatsächlich der einzige. Ich suche mir doch das Netzwerk nicht wegen der Party aus. Ja, also das Ding war, es gab vier große, die hatten alle sehr ähnliche Bedingungen. Und dann sind alle immer zu denen gegangen, die am längsten Faden die geilsten Partys gemacht haben. Weil du da am besten genetworked hast. Auch einer der Faktoren. Ah, und dann waren halt auch alle da. Das heißt, ein paar Kollegen haben da richtig mal aufgefahren mit so 3-4 Mal die Skybar da und da, dann nochmal hier irgendwie eine fette Location, dann da nochmal ein großes Event und danach Verstehe. Direkt Aftershow. Du machst da bei dem Event mit, das heißt, danach gehen alle nochmal saufen auf deren Nacken. Das war ein großes Thema damals, weil da floss das vielleicht nicht wie heute halt, ne? Muss man halt sagen. So. Also ein Julian Bam, da hat er ja auch selber mal öffentlich gemacht, ist da jetzt nicht Multimilliardär geworden, dafür, dass er der bekannteste deutsche Influencer 5 Jahre lang war, so, weißt okay, du? Krass, ja. So, sondern ganz eher im Gegenteil, war eher so von Monat zu Monat, weil alles wurde wieder reingesteckt, was da war und am Ende ist nicht viel dabei rumgekommen, außer eine Grundbekanntheit, mit der er jetzt erst angefangen hat zu arbeiten seit 2 Jahren. Okay, krass. So, das heißt, er hat einfach unfassbar viel
Energie geopfert, aber eine Wirtschaftlichkeit hatte das ganze Thema nicht. Aber das ist absolut witzig und so parallel zu sehen. Bei mir war das exakt, also bevor ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, habe ich auch kein Geld verdient. Ja. Ich habe gemerkt, dass man es könnte, aber ich gar nicht die Zeit und die Nerven hatte und auch gar nicht die Kraft, sondern ich habe immer reingebuttert. Mhm. Jeder Cent, der irgendwie reinkam, wurde in irgendwas Geiles reingesteckt. Aber ist doch richtig. Jetzt im Nachhinein, ja. Ja, genau. Genau, aber damals war so, ja gut, wegen der Kohle machst du das jetzt hier nicht. Bekannt bist du auch, ja, du bist bekannt, aber... Richtig, ja. Ah. Ja, aber... Flamme halt. Um da zurückzukommen, um das bei mir nicht ausgehen zu lassen, habe ich dann auch immer wieder gemerkt, so auch das erste Mal durch das ein bisschen Entschleunigen, durch Corona bist du viel zu Hause, viel gestreamt, so mit Leuten auch dann direkt auch nochmal interagiert. Hast du mal getrunken oder was? Nein, nicht alleine oder so. Aber diese ganzen Feten und so sind weggefallen und bei uns ist es halt wirklich so, in Köln bist du ja noch mega krass vernetzt. Wem erzähle ich das, den Berliner, ne? Aber Köln ist krass. Ja, aber wir sind ja sehr nah aneinander. Ja. Also das heißt, wir haben ja nur im Prinzip einen Kiez. Ja. Und das ist Kölner Innenstadt. Ja. Und da sind alle. Ja. Also nicht so eine Ausnahme, sondern alle sind da. Okay. Und das ist dann halt wirklich so, so krass, dass du halt sagst, einmal unter der Woche geht man eigentlich abends weg und am Wochenende ist irgendeine Fete oder man geht feiern. So, das ist, hat immer stattgefunden für jetzt dann 5 oder 6 Jahre, die ich in Köln bin. Und jetzt das erste Mal dann halt nicht mehr. Und da geht es dir halt körperlich, wenn du noch 7 Tage die Woche arbeitest, noch 1000 Sachen probierst aufzubauen, irgendwann geht es halt nicht mehr. Und ich habe das dann auch stark letztes Jahr gemerkt, dass ich dann gesagt habe, okay, du bist jetzt fast 30, irgendwie dauert Kater jetzt 4 Tage. Warum? Du bist alt. Und ist das gut? So, weil jetzt habe ich noch Leute bei mir und um mich rum, die auch irgendwie klarkommen müssen und ich muss zumindest im Zustand sein, dass ich drehen kann und nicht sage, es wird gekippt, weil ich kann nicht mehr. So, und da verändert sich nach wie vor immer ein bisschen was und es ist schon viel, 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 viel weniger geworden und viel, viel rationaler. Was halt nicht heißt, dass man nicht einmal komplett eskalieren kann, aber trotzdem alles ein bisschen rationaler halt sieht, ne, so nach und nach. Weil bei mir ist es, und deswegen gehe ich da nicht mehr so down the rabbit hole, ich bin dann einfach durch, ich bin so durchgebrettert und ich mache halt auch viel mehr Content. Ja. Ne? So, das ist halt jede zweite Woche ein Video, dann wäre ich genau so, ich mache jetzt jeden zweiten Tag und davor habe ich jeden Tag. Und bevor ich Mitarbeiter hatte, habe ich 2 am Tag, also 14 die Woche gemacht. Und dann gestreamt noch. Und Instagram und Twitter. Merkst du selber? Ja. Was mit Lagerfeuer und so, ein bisschen runterkommen, ein bisschen chillen, mit der Freundin abhängen, dumm labern. Fühle ich nicht. Ja. Also ich merke, nur als Paradebeispiel, ich habe es dir vorhin schon gesagt, ich würde es aber gerne nochmal den Leuten da draußen sagen, wenn ich 2 Tage im Büro sitzen müsste und meinen Schnitt mache, ey, dann freue ich mich auf Tag 3, wenn eine frische Luft wiederkommt, ich gehe kaputt. Ja, ich bin halt, kann das nicht. Ich bin halt kleiner Zocker auch, ne? Das heißt, ich kannte das nie das anders vom Rechner, auch. Vom Rechner zu sitzen halt und da irgendwie schon meinen Schüssel zu machen, seit klein auf mit meinem Bruder halt immer. Ich wünsche mir... Auch großer Techie. Das ist halt das Ding, dann bist du halt nur zu Hause. So immer. Und das halt nachher auch okay. Bis halt nicht mehr okay war und dann haben wir auch ein bisschen was umgestellt, ja. Darf ich eine Frage stellen? Bitte. Ist immer eine tatsächlich sehr persönliche Frage, aber wenn wir die Frage beantworten müssen und ich möchte dich bitten, nicht lange zu überlegen, sondern tatsächlich aus dem Bauch heraus so 3, 2, 1. 747. Hättest du gern. Ja. Die Antwort auf alle Fragen ist 747. 42. Boah, das ist die Quersumme, ne? Ja. Krass. Pass auf. Bist du glücklich? Gerade nein. Finde ich verdammt gut und verdammt ehrlich, weil das ist immer so eine Sache. Ich merke daraus, für mich selber, andere Leute zu fragen, ob sie glücklich sind, beruhigt mich. Weil ich immer denke so, oh, bist du nicht glücklich. Ich bin schon zufrieden, aber das ist wie vorhin mit dem Essen. Du hast eine 8 gekriegt. Warum keine 10? Weil da noch was geht. Ja, ja. Aber weißt du, was ich glaube? Es wäre doch schlimm, wenn du jetzt schon sagen würdest, die 10 ist da. Was soll denn da noch kommen? Halt, hier bleiben! Hier bleiben. Ich gehe doch nicht weg, ich gehe doch nicht weg. Guck, die Leute hören es nicht. Die wissen gerade nicht, mit wem du redest. Also Maya, sorry. Ja, bitte bleib hier, Maya. Freddy, sitz. Ja. Nee, aber ich habe das oft schon gehabt. Und, was, dass du glücklich warst oder dass du... Nee, Unglücklichkeit. Okay. Weil ich sehe das halt immer auch als Gateway. Und deswegen muss man das, glaube ich, dann immer... Jeder definiert dann auch Unglück und wie er sich fühlt, sicherlich dann auch anders. Ne? Das weiß ich ja nicht. Aber bei mir ist das immer so, für mich ist das dann halt ein Umschwungpunkt. Da muss ich für mich was ändern, dann muss es weitergehen, weil ich dann mit dem, wie es jetzt war, angekommen bin an irgendeinem Punkt. Und dann muss wieder Glücklichkeit einkehren. You know? Aber ich habe für mich entdeckt, dass glücklich sein viel gefährlicher ist, als unglücklich zu sein. Voll. Weißt du auch warum? Weil Motivation alles da in einhergeht. Hm. Der Anspruch nach oben, weiter und so weiter. Dieses nach vorne, weißt du? Hm. Wenn du sagst, du bist glücklich, habe ich das Gefühl so wie so, ich bin fertig. Ja, ja. Ich sage auch immer, das größte Problem von Kreativen ist Zufriedenheit. Ja.
viel mehr als glücklich sein, ist richtig. Zufrieden sein. Ja. Weil zufrieden sein heißt angekommen und angekommen heißt Stillstand. Und das ist ein absolutes Drama in meiner Welt. Ja. So, wenn es jetzt nicht mal weitergehen würde, wenn wir nicht gesagt hätten, wir brechen, oder wenn ich nicht gesagt hätte, ich breche jetzt nochmal Lager auf, obwohl mein Büro jetzt fertig ist, nachdem ich 3 Jahre lang die Zeit da rein investiert habe, dass das Büro endlich mal fertig ist, und man sich da neue Ziele absteckt und neue Ziele sucht, auch für mich, das ist meine Aufgabe bis Ende des Jahres so, und Anfang nächsten Jahres höchstwahrscheinlich, Unterkunft, wie geht's weiter, inhaltlich, ne? Also nochmal ein paar Sachen umstoßen, weiterdenken, was kann man machen, welche Zeit ist dafür da, was macht Sinn, was macht Spaß, okay. was bringt mir Freude, was bringt mir Glück, ja. So, und das dann zu benutzen, um dann halt auch weiterzukommen, weil ich habe ja auch viele, viele kleine Projekte, das hier, einen Zweitkanal, einen Hauptkanal, eine Firma, will noch eine Firma gründen, das sind ja dann viele, viele Projekte, und dann sage ich immer, es ist, glaube ich, unmöglich, in so einer Situation mit so vielen kleinen Pferden überhaupt das klare Gefühl, was jemand als, ja, als sehr Bilderbuch-Glück empfinden würde. Das funktioniert bei dir gar nicht. Zu finden, weil eigentlich stelle ich mir immer selber das Beinchen, weil ich nur sage, ich kann auch aus dem großen Unglück, wie du schon gesagt hast, kann ich am besten arbeiten. Ja. So, dann bin ich am lustigsten, dann bin ich am schamlosesten, dann bin ich am freiesten, weil ich habe dann eh nichts mehr zu verlieren, ja. Weil ich jeden Tag auf der Klippe stehe und mir denke, so jetzt ist aber mir auch kackegal. Und dann lässt man los. Und wenn du in diesem Fall bist, wie du das schon mal so schön gesagt hast, dann machst du die besten Sachen. Wenn du wieder sagst, so, nee, das mache ich jetzt, weil ich das will, weil ich das gut finde, weil das die Sachen sind, die ich geil finde, dann kommt wieder der beste Content, dann läuft es auf einmal wieder. Und dann fängst du schon wieder, irgendwann kommt da jemand und sagt, gerade läuft aber klickmäßig wieder richtig gut. Und dann bist du wieder in deinem Film. Ja, ja, gerade läuft gut. Und dann merkst du wieder, das sagen jetzt andere, jetzt läuft wieder schlechter und dann bist du wieder da. Und dann, ja, ja. Das ist unser sehr ungesundes Wahrnehmungsmobile, was wir haben. Ja, ja. Das ist unsere Szene. Welcome. Yes. Absolut. Aber es kompensiert natürlich für den einen Abend, wo man mit ganz vielen bekannten Influencern säuft an der Bar. Ja, das, voll gut. Das bringt's dann. Voll gut. Nein, ich kann ich das mach ja, das nur wegen der Partys. Ich kann das ja auch verstehen. Apropos Partys, wärst du Fritz kennengelernt? Das interessiert mich mal, weil ich verbinde euch immer wie so eine innige Bruderschaft oder fast schon Liebe. Ja, ist ja tatsächlich auch so. Ja. Also wie ich war, wir reisen zurück ins Jahr 2000, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wann es war, schon sehr, sehr, sehr lange her. Ich war gerade bei 10.000 Abonnenten, er war bei 5.000 Abonnenten und er meinte, hat mich angeschrieben, ganz normal über YouTube und sagte, hey, hast du Bock mal zu treffen? Er war da noch in der Urbex-Szene unterwegs, also da muss man sagen, Lost Places und sowas war eher so sein Brot, ja. Und hat so gerade auch, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich glaube, er hatte auch so angefangen, ein bisschen im Wald rumzuturnen. Und er hat gefragt, ob wir Bock haben auf Cross-Promo, klassisch. Und dann haben wir uns auf so einem komischen Parkplatz in Berlin-Marzahn getroffen und haben gequatscht. Und dann hast du schon gemerkt, so, der Typ hat Feuer unterm Arsch. Der hat das, was du auch hast. Das ist geil. Lass mal treffen, lass mal machen. Dann ist das erste Video entstanden, das war ultra geil. Da habe ich das erste Mal Fritz aus der Reserve gelockt, weil wir produziert haben. Wir haben so eine Zombie-Apokalypse gedreht, wo die uns da im Haus überrascht haben. Und dann mussten wir vom Balkon springen und so eine Geschichten. Ah, das war schon sehr, sehr geil. Und da hast du auch gemerkt, dass er da plötzlich umgeswitcht hat. So, ah, krass, man kann auch ins Entertainment gehen und so weiter. Und das haben wir hin und her und immer wieder und irgendwas zusammen gemacht. Du hast richtig gemerkt, dass es einfach funktioniert hat. Und dann sind wir beide quasi, du musst dir vorstellen, wir haben uns gesehen. Vorher gab es immer die Großen. Wir haben uns in so ein Torpedo gesetzt. Oh, einmal nach oben gefeuert. Dann hatte plötzlich 100.000, dann hatte der andere 100.000. Und dann, das war wie so. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, der Typ ist krank. Also ich war ja auch schon krank, aber Fritz ist noch mal eine Zacke schärfer. Der weiß einfach ganz genau, wo er wie drehen muss, damit er das und das erreicht. Der ist einfach eine Business-Spinne. Der ist geisteskrank, was das angeht. Und durch die Stellschrauben, der geschummert, wusste ich genau, irgendwann zieht er einfach an mir vorbei. Ich glaube, es war bei 250.000 oder so. Zog der an mir vorbei, wie eine Granate. Wie war das nochmal, die Kobe Bryant-Werbung? A different kind of monster. Das ist einfach so, du bist schon Monster, aber es gibt immer noch andere, die sind nochmal ganz andere. Und auf einem ganz anderen Thema. Ja, bei mir ist es Paluten. Das ist genau die gleiche Situation. Genau. Bei mir ist es genau das. Der weiß ganz genau, wie er was machen muss und ist ein absoluter Arbeitstier auch. Ja. Man ist selber schon so, ich arbeite, bis ich heule. So und nicht mehr klarkomme auf mein Leben. Ja. Aber es gibt trotzdem dann immer noch die Leute, die dann mit dir irgendwie was machen, die dann noch mal krasser sind. Und du dir denkst, wo holst du es her? Ich raff's nicht mehr. Aber es sind, glaube ich, unterschiedliche Menschen. Und das ist bei mir und Fritz auch so. Wenn man uns sieht, und ich glaube, das ist das Geheimnis und des Erfolgs, weil wir einfach beide komplett andere Typen sind. Ja. Ich komplett emotional, sehr dicht am Wasser gebaut, weine auch bei Wo ist Marley? Nee, oder Marley und ich, wie der Film hieß. Fritz würde nicht mehr, der würde sich den Film niemals angucken. Mm. Ja, er, der absolute Motherfucker, der absolute und das dann auch Martin, weißt du so. Mm. Aber zusammen funktionieren wir einfach unglaublich gut. Ja. Er so der Dulli und der Straighte.
Anders würde es auch, glaube ich, nicht funktionieren. Das ist wie dick und doof. Ja, ja, genau. Wer wäre es, kann sich jeder aussuchen. Du brauchst Gegenpole halt. Wenn und alle gleich wären, ist doch langweilig. Und das Schöne finde ich immer, ich habe dann auch so viele Influencer-Kollegen getroffen und es gibt solche und solche und die solchen sind die, mit denen man immer, und ich sage immer, das hört sich ja abfällig an, ein gutes Produkt machen kann. So, es gibt halt Leute, mit denen fange ich an zu arbeiten und es ist egal, was passiert, ich kann eine Handykamera anmachen und ich fange an zu drehen oder eine Story zu machen und ich weiß, alles, was jetzt passiert, ist gut. So. Das ist bei Fritz exakt genauso. Genau, und da gibt es wenige von und an die muss man, glaube ich, sich auch immer halten und klammern. Ja. So, also auch gegenseitig. So, ja, ne? Und dann viel unterstützen gelernt. Und sonst machen, ja. Wie gesagt, das ist schon echt Gold wert, muss man sagen. Ich muss auch gestehen, ich glaube, ohne Fritz wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Hm. Weil ich ganz viele Sachen falsch gemacht habe. Ich habe ganz viele Sachen, vielleicht hätte es mir irgendwann jemand anderes erzählt, aber in dem Sinne war es halt so, ich habe halt gemerkt, Alter, du hast von all den ganzen YouTube-Scheiß bei 10.000 Abonnenten, du hast gerade 20%, wenn überhaupt. Hm. Ich habe nochmal eine komplette Ausbildung gemacht zum Mediengestalter für Bild und Ton. Das überlegt. Nein, also. Das, was ich jetzt kann, konnte ich ja vorher nicht. Also, ja, klar. Ich könnte dir jetzt quasi einen YouTube-Kanal hochziehen, wenn du mich lassen würdest. Ja. Das kannst du ja nur, wenn du eigentlich mediengestaltmäßig irgendwie eine Ausbildung gemacht hast. Natürlich. Um das zu verstehen, das ganze Ding. Und ich habe es halt Autodidakt, wie Gitarre spielen, genau wie die ganzen anderen Sachen, einfach nochmal für mich entdeckt. Mal machen. Auch mal Schnitt und so, den ganzen Scheiß. Alles krass. Ich muss unglaublich hart pissen. Ich auch. Echt? Ja. Sollen wir absetzen kurz? Bitte. Also ich muss mir gleich in die Hosen. Wir müssen wieder eine Pipi-Pause machen. Es ist nicht das erste Mal im Podcast. Los, echt, los, ja? lauf. Okay. Wir waren bei Fritz stehen geblieben, wir hatten eine kurze Pinkelpause. Ich glaube, wir sind jetzt in den wildesten Verhältnissen. Erstmal absoluter Schnittfehler für die Leute, die zugucken. Ich trage keine Jacke mehr auf einmal. Liegt jetzt da. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist nicht wärmer geworden. Es ist eher noch kälter geworden und es regnet jetzt noch. Ja, super. Aber wir ziehen einfach weiter durch. Ich glaube, inzwischen ist auch hinter uns Licht angegangen. Ja, drin wurde es einfach heller. So einfach nächster Tag abends. Ja. Ja, also wir haben jetzt ein bisschen zu lang gemacht, aber ist okay. Ja. So, die haben zwei Sachen noch gefehlt. Sexgeschichten. Und Gossip. Und Gossip. Ja. Aber wir sind ja gerade bei Fritz Meinecke, von daher bilden wir das doch direkt mit ein. Also, wie sieht's aus mit Sex und Fritz? Hat er viel Sex? Dann mach's auch direkt Gossip. Also ich glaube tatsächlich... Jetzt antworte doch nicht ehrlich, bitte. Doch, natürlich. Doch, natürlich. Ich glaube doch tatsächlich, dass er mehr hat als ich. Ah ja. Das, was auch, glaube ich, nicht schwer ist. ich weiß es nicht, muss ich mich enthalten. Ich glaube auch, dass Fritz Meinecke viel bumst. Das ist so ein Bumstyp. Was ist denn das für ein Finger in was für ein Ding? Ah ja, okay, ja. Was ist da oben hingezeigt? Ist da ein Falke? Ach, ein Wilder. Oh, da ist er ja. Tucki. Was ist das denn für ein Falke? Berlin, weißt du? Einfach nur so ein Mario Bart. Nach oben. Kennst du den Todesmilan übrigens? Nee. Der Todesmilan, der frisst Augen. Ich also kenne Terrorbananen. Wenn ich dir sage, da ist ein Todesmilan, nicht nach oben gucken. Augen zuhalten und abwarten. True Story. Der Todesmilan. Okay. Voll so. Okay. In Deutschland? Berlin. Nur in Berlin. Berlin, nur Berlin. Er frisst Augen in Berlin. Todesmilan nennt man ihn auch. Wir gucken angespannt nach oben. Nochmal, also das ist wie sieht das denn aus für Novizen? Wie kann man denn sich den vorstellen, wenn er auf mich zufliegt? Der Todesmilan? Ja. Du kennst den Milan nicht? Nee. Milan ist der hinten in der Schwanz... Ich hab Schwanz gesagt. Schwanzflosse so einen Keil hat. Daran erkennst du Schwanzflosse ist ein Vogel oder ein Fisch jetzt? auch Vögel haben... Guck nicht nach oben, der Fisch springt aus dem See. Auch Vögel haben Schwänze. Jetzt reicht's langsam mal mit dir. Okay, wir hatten das Thema. Jetzt haben wir Gossip, Sex. Jetzt Sex hatten wir, jetzt müssen wir Gossip machen. Wie viel verdient Fritz im Monat? Nein. Das ist doch kein Gossip. Jetzt haben wir, meine Güte, ich weiß auch nicht mehr. Wollt ihr über Fritz immer? Streamt Fritz auf Twitch, dann haben wir ja die Einnahmen, super. Macht er ja. Nee. Also das ganze Ding. Also ihr habt euch im Prinzip immer eine klassische Cross-Promo, um mal kurz wieder das Thema abzurunden. Ja, ja, ja. Pause-Knopf wieder. Klar. Wieder weil ihr habt euch immer eine klassische Cross-Promo kennengelernt, aber auch schon ein paar Jährchen her jetzt. Es war tatsächlich jetzt... 1995? Schon eine Weile. Ja, ich weiß es nicht. Ja, tatsächlich viele Jahre schon. Krass. Also locker 5 auf jeden Fall. Krass. Doch. Also ich dachte nämlich, das wäre eher so ein wie das heutzutage passiert, Influencer-mäßig so ein... man trifft sich dann, weil man die beiden größten Kanäle aus der Dings ist, sondern beide sozusagen miteinander angefangen. Nein, tatsächlich nicht. Nein. Spannend. Ja. Krass, spannend, gut, sagt man, glaube ich. Das war wie Arsch auf Eimer, sag ich immer so schön. Mhm. Da hat sich, ein Mantraspruch ist immer, wenn Vorbereitung und Gelegenheit aufeinandertreffen, entsteht Glück. Und da hat sie jetzt ein Latte Macchiato morgens in der Küche mit dem Spruch an der Wand. Live your dreams. Don't dream your life. Ah, scheiße. Carpe diem. Carpe diem. Weiß, warum steht das über deinem Arsch?
Was sollte nicht was? Ora et labora. Wie man, wie man Englisch redet. Nein, was dieses Fischgericht soll auf dieser Karte immer. Karpfen und, ja. Es ist ein Döhm. Nein, jetzt reicht's. So, noch als letztes für mich vielleicht, um den Bogen, den wir jetzt schon angelegt haben und gespannt haben, so richtig mal, ja, vielleicht abzufeuern. Für dich als Survival-Experte oder als einer der größten Survival-Influencer in Deutschland, ist ja so, wie weit geht denn Survival noch? Weil wir haben Extrem-Events, wie zum Beispiel Seven vs. Wild, was bald rauskommt. Da haben wir auch gesagt, wir haben kurz drüber gequatscht. Ich weiß auch nichts. Also selbst mir wurde nichts gespoilert. Das wird jetzt bald. Wann ist die Veröffentlichung? Anfang November irgendwann. Anfang November irgendwann. Also ähnlich zu unserem Podcast, der jetzt kommt. Der wahrscheinlich gibt es vielleicht schon die erste Folge. Das wäre natürlich krank. Das kann gut sein. Aber ich weiß tatsächlich nichts. Du sagst auch nichts, so wie die anderen Teilnehmer, auch sehr richtig, damit nichts gespoilert wird, weil es war eine Riesenproduktion und auch schon natürlich ein extremes Event. Also für die Outlines, ihr wart sieben Leute. Also Seven vs. Wild beruht darauf, dass sieben Leute sieben Tage mit sieben Gegenständen in der Wildnis in Schweden ausgesetzt werden. Mhm. Komplett. Also jetzt nicht hier so ein drei Minuten weiter ist halt ein Haus oder eine Straße oder weiß ich nicht, ein Burger King. Nee, das war wirklich schon so. Ja. Also da konntest du in jede Richtung laufen, du hast niemanden getroffen. Hm, das war schon so, faktisch, ja. Und wer war da dabei? Da war Fritz dabei, der hat es veranstaltet. Fritz, du? Meine Wenigkeit. Niklas und Bommel, auch zwei sehr gute Freunde von mir und auch von Fritz. Ein Feuerwehrmann und ein anderer, ja, Bommel arbeitet auch bei der Feuerwehr, sagen wir es einfach mal so. Dave, den kennst du ja auch. Mhm. Und Fabio Schäfer. Okay, auch nicht, ne? Der macht so Bicycle-Kram. Der ist so, der macht so Mountainbiking-Events und sowas. Der macht übel krasse Fahrraddinger. So, der Red Bull-Fahrrad-Videos macht? Nee. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts von ihm gesehen. Ich weiß Fabio nur, Schäfer? Fabio Schäfer heißt Ich glaube, Wittmer heißt der andere, der Red Bull. Weiß ich doch nicht. Typ. Ja, okay. Ich weiß bloß. Gesundheit. Ja, das ist meine Güte. Da hat jemand Durchfall auf der Straße. Berlin. Naja, Ketamin. Ketamin-Kinder wieder am Spiel. Schrecklich. Genau. So. Das ist tatsächlich aber genau wie das. Wie weit glaubst du, gehen diese Events bei euch im Survival-Bereich noch? Also wenn ich jetzt über Gaming rede, dann weiß ich, es ist eine feste Maschinerie, die sich immer ein bisschen ändert. Jedes Jahr, wenn du ein Videospiel spielst und das nachbereitest, sei es ein 10-Minuten-Highlight-Clip, sei es ein Uncut-Channel, wo 2 Stunden Streamaufnahmen kommen. Man streamt, ne? Das ist klar. Beauty ist auch klar, da entwickelt sich immer irgendwas und so weiter und so fort. Aber so Survival-Sachen, da habe ich irgendwie immer das Gefühl, das ist ja auch ab irgendeinem Punkt gefährlich. Das war ja. Über den sind wir aber nichts hinaus. Ja, genau. Und das hat ja eine Endlichkeit. Deshalb sage ich dir hier und heute, die Formate oder die Events werden so stattfinden, dass sie eher das Back-to-the-Roots-Ding werden. Und zwar im Falle sowas wie Fangespielen. Mhm. Weil Survival beginnt ja nicht nur mit Feuer machen und mit nichts, sondern Überleben hast du ja in jeder Situation. Das hast du im Urban Survival, das hast du im normalen draußen in diesem Survival-Kram. Aber vor etwas flüchten zum Beispiel, sich davonstehlen, unerkannt bleiben, unterm Radar bleiben, einfach durchkommen und so weiter. Okay, das gibt so viele. .de, was denn jetzt gerade passiert? Es gibt ganz, ganz... ich darf leider nicht spoilern, aber ich habe auch schon wieder eine Idee, die mir im Hinterkopf ist. Und da ist, das würde ein Event werden, wo selbst ich dich sehen könnte. Und da musst du kein krasser Survival-Experte sein. Du musst keine Expertise haben fürs eigentliche Survival. Aber trotzdem ist das ein Stück weit auch ein Punkt davon. Hm. Und es ist halt fucking Entertainment. Und ich will noch nicht so viel und ich darf auch noch nicht so viel verraten, aber ich kann dich auf jeden Fall schon mal abholen und sagen, hey, ja. Also ich glaube nicht, dass es noch irgendwie krasser, 18 Tage in der Wildnis oder nur noch ein Gegenstand, 12 Tage oder so. Das wird wahrscheinlich auch passieren, aber ich glaube eher, dass Fritz sein Event wiederkehrend ist, dass da viele durchlaufen werden, noch über die Jahre, weil ich glaube, wird sehr erfolgreich sein. Und aber dieses nach oben pushen nichts bringt. Ich glaube eher, dass es also Entertainment wenigstens noch ein bisschen mehr aufzieht. Aber beobachtest du in eurer Szene, weil da bin ich ja, wenn dann bei dir und bei Fritz irgendwie, ansonsten ist das Thema bei mir eigentlich nicht so vertreten, muss ich sagen. Also ich schaue es unfassbar gern. Ich habe auch bei Fritz angefangen mit Lost Places und habe dann dadurch, dass du auch immer ein bisschen eingebunden warst, auch Instagram-mäßig bei Fritz, habe ich dann auch so gesehen, was ist das denn? Ne? Gibt es denn aber auch schon in Deutschland Leute, müssen wir auch nicht namentlich natürlich drüber reden, wo du sagst, so Survival geht hier schon zu weit, weil die extremer sein wollen als wir oder weil sie es weiter pushen oder so Lost Places, aber ich mache nur ab 100 Meter, sonst kletter ich nirgendwo hoch so und alles ohne Sicherung und irgendwie scheiß vorbildmäßig so? Das ist ja ein großes Problem und zwar, du darfst ja in Deutschland gar nicht. Ich würde so viel anderes auch gerne machen, noch so viel Sachen, warte.
Ich würde noch so viele andere Sachen gerne machen wollen, tun hätten würden. Tu mal die Mail einmachen, Chantal. Tatsächlich bist du aber gebunden an Gesetze, an Vorgaben. Ich kann ja nicht mal angeln. Ich kann ja nicht mal angeln, weil ich keinen Angelschein habe. In Schweden fährst du hin, holst dir eine Angelkarte, kannst loslegen. Merkst du selber. Du darfst hier nicht draußen schlafen. Es ist dir verboten, in Deutschland ein Zelt irgendwo im Wald aufzustellen. Es ist dir grundlegend verboten. Egal wo. Was für eine Strafe kriegst du, wenn du das machst? Ja, keine Ahnung. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich finde es einfach nur krass, dass du nicht tatsächlich dich gar nicht vorbereiten kannst. Du musst dazu ins Ausland gehen. Hm. Und es ist aber so, wo beginnt Survival und wo hört es auf und wo ist es Bushcraft und wo ist es einfach nur die Natur genießen. Also ich finde, da draußen ist keiner, der krass ist, der sagt so, oh, hier, so weißt du, so. Wenn du dich aber umschaust, einfach nur im EU-weiten, um Deutschland, um Berlin, um Köln rum, gibt es tausend krassere Leute. Zu viel Wasser. Ja. Je nachdem, ob es ein geschütztes Gebiet ist oder nicht, übrigens, kann die Strafe von 15 bis 500 Euro betragen, plus zwischen 8 und 100 Euro pro Tag. Das Ding ist, machst du es im Naturschutzgebiet? Klar, ist ja, das heißt ja nicht ohne Grund Naturschutzgebiet. Ja. Sehe ich komplett. Verstehe ich. Ja, aber wieso kann es nicht einfach möglich sein, so wie in Schweden oder anderen Ländern, wo man sagt, okay, hier habt ihr eine Schutzhütte, hier habt ihr eine Lagerfeuerstelle. Lebt euch aus. Mhm. Unter den Voraussetzungen, dass ihr alle euch an die Regeln halten, die dort vorherrschend sind. Und dass die einfachste Regel, die jeder sich dahinter die Ohren schreiben kann, ist, sein fucking Müll mit nach Hause zu nehmen. Und das, wenn das dieses grundlegende Problem nicht da wäre, dass jeder seinen Scheiß irgendwo hinschmeißt. Und das predigt ja selbst schon Montana Black, der am Wochenende mit seinem Hund durch den Wald geht und Müll sammelt. Was soll das? Warum können die Leute ihren Scheiß nicht mitnehmen? Mhm. Und dann heißt es immer, die da im Wald rumrennen. Wir sind das aber nicht, verstehst du? Ja, ja. Das ist... Also Survival in Deutschland ist bedingt möglich. Du kannst vieles ausprobieren und testen, aber tatsächlich, um das richtig ausleben zu können, musst du in ein anderes Land. Also ich sag mal so, um die Extreme wirklich auch mal vielleicht auskosten zu können, müsstest du schon weiter in Land. Ja. Sagen wir mal, schön nach Russland, ein paar Wochen in den Wald und dann ist das auch alles survivalmäßig unterstützt mit Jagen noch dazu zum Beispiel. Du darfst ja auch nicht mal, ich glaube, also neben, du darfst natürlich jagen in Deutschland, das geht schon, mit einem Jagdschein, klar, und bestimmt mit noch ein paar Auflagen, da bin ich gar nicht drin, aber ich sag mal, zu einem wirklichen Survival-Content, wenn ich jetzt sage, geht's extremer, würde ja auch dann dazu gehören, dass du sagst, ich möchte mich auch von Fleisch ernähren, ich töte jetzt einen Hasen, das kannst du ja nicht auf YouTube zeigen zum Beispiel, ne? Kannst du schon machen, aber das wird nicht, also, du kannst es zeigen, aber du wirst dann halt sofort demonetarisiert, klar. Weil ein großes Thema ist ja auch gerade international, das wieder normaler zu machen, dass Jäger zum Beispiel eigene Sendungen kriegen und sagen, hier ist ein großes Jagdgebiet, hier sind freilebende Hirsche, Rehe zum Beispiel und die werden ordnungsgemäß, weil nach dem Schein dann dementsprechend gejagt und dann auch verzehrt. So, dass das halt wieder gezeigt werden darf. Das zum Beispiel in den USA nicht im Fernsehen. Da dürfen keine... Also, du kannst dir Saw 3 angucken, wo jemand mit einem Döner spießt, nach und nach die Hautschicht abgezogen kriegt, so gefühlt. Aber wenn du dann umschalten würdest und es wird ein Reh erschossen, das würde dann wieder nicht gehen. Und es ist halt in vieler Ländern so ein ganz merkwürdiges Ding, dass du halt das nicht zeigen darfst. So, was halt, ich weiß gar nicht, wo es herkommt, ob es vielleicht auch teilweise mit diesem Lebensmittelding zu tun hat, dass wenn Leute wieder raffen, dass man für Elchfleisch, Elche tötet, dass auch für ein Schweinefleisch ein Schwein getötet werden muss, dass die Leute auf gar keinen Fall rausfinden dürfen, dass in Putenbrust, dass das nicht einfach wächst neben der Kartoffel. So, also ich weiß nicht, ob es tatsächlich diese Verknüpfung ist, aber es ist ja absurd. Glaube ich nicht. Ich glaube, es geht um die Verherrlichung von Gewalt. Ich glaube, es geht um dieses Problem für ein Stück Fleisch. Das wissen Leute, dass man dafür Tiere töten muss. Na, nicht jeder. Ja, gut, die Bärchenwurst kommt so aus der Kuh raus. Aus der Kuh. Mhm. Aber verstehe mich, also ich glaube, es geht um den Schutz der einen Seite zu sagen, okay, die Gewaltverherrlichen, dann verstehe ich aber diesen Saw-Punkt nicht. Ja, ja, klar. Weil den Spettergore finden sie auch irgendwie alle geil. Ja, Amis mit ihren Regeln Realität, sind merkwürdig. Ja. Fern, keine Ahnung, Verherrlichung von Waffengewalt, ich weiß es nicht. Ja, ja. Aber ich kann dir nur sagen, es ist einfach traurig. Und ein schlauer Kopf hat mal gesagt, wären alle Schlachthäuser mit Glasscheiben, würde keiner mehr Fleisch essen. Und ich glaube, dazu hat er zum Teil sogar recht, weil vielen ist zwar klar, das süße Ding da drüben, wenn ich das ausknipse, dann machen die daraus mein Steak, so ganz doof gesagt. Aber ich finde es gerade wichtig und wir leben in der heutigen Zeit und ich sage es dir und ich kann es dir prognostizieren, wie jedem anderen da draußen, bereitet euch darauf vor, dass es irgendwann dazu kommt, dass wir in einem digitalen Blackout enden könnten. Könnten, würde, sollte. Keine Zombie-Apokalypse? Was heißt denn das? Du hast es heute schon mal so gesagt, aber so nebensätzlich. Was heißt das denn überhaupt? Ich gebe dir einfach ein Paradebeispiel dafür. In Köpenick in Berlin. Ist das jetzt Verschwörungstheorie? Nein, ach Quatsch, das hat nicht bitte. Na, ich frag ja nur. Nein. Doch mal. Ich tauche da gerne mit ein, ja, aber erzähl es mir mal. Ja. Da gab es einen Stromausfall, weil auf einer Brücke ein Hauptkabel gekappt wurde. Und das ist ein Stadtbezirk von Berlin. Meine Eltern haben da gewohnt, meine Schwester wohnt da. Und die hatten
tatsächlich über mehr als 48 Stunden keinen Strom. Mhm. Die ersten 24 Stunden, die kriegst du schon irgendwie runtergeballert. Mhm. Und nach 48 Stunden hast du schon gemerkt, weil das Mobilfunknetz innerhalb dieses Kreises komplett zusammengebrochen ist. Die haben auf den Straßen quasi große Laternen aufgestellt vom THW, Sammelpunkte errichtet für Polizeiangelegenheiten und für Feuerwehrangelegenheiten, mhm, weil einfach alles in sich zusammengebrochen ist. Mhm. Was passiert denn, wenn alles in sich zusammenbricht und kein Strom mehr da ist? Viele denken so, ja, aber dann haben wir keine Heizung, dann können wir nicht mehr zocken, dann können wir kein Fußball mal gucken. Nein, das ist viel, viel schlimmer. Heizung, Telekommunikation, einer so der wichtigsten Punkte überhaupt. Im Winter Stromausfall wäre nicht gut. Und darüber denken wir... Texas, letztes Jahr. Ja, oder New York. Denk an New York, den großen Stromausfall wegen dem Schneesturm. So, pass auf, jetzt gebe ich dir ein Beispiel. Es gibt unsere Stromwerke, kennst du ja überall. Ne? Die siehst du ja mal stehen, so eine Transistoren und so weiter. Kennst du diese... Kannst du das überhaupt erzählen? Krieg ich bestimmt Ärger, oder? Mach mal. Wir kommen jetzt gerade mal wieder zurück, wir müssen das doch rausschneiden. Das ist eine Info, die ich nicht ins Internet tragen möchte. Okay, ja. Gut, okay. Dachte ich mir nämlich. Wow. Ja. Das hast du mal gemacht? Nee, tatsächlich kenne ich aber jemanden, der bei den Stadtwerken in Marzahn, bei diesen großen Betrieben arbeitet. Und ich habe ihn gefragt, ich sage, wie lange dauert es denn, euer System wieder hochzufahren, wenn so ein Ding mal durchbrennt? Mhm. Du musst dir vorstellen, so ein Transistoren, so eine großen Teile, das sind halt wie so ein halber Seekontainer, so groß ungefähr. Die brauchen mit Anlieferungszeit ungefähr 2 Monate, bis die Dinge austauschen können. Wenn jemand clever ist und die Infrastruktur kennt, kann er quasi Berlin oder größere Städte innerhalb kürzester Zeit lahmlegen. Und dann reden wir nicht von einem Tag stromlos, auch nicht von zwei, sondern von fast 2 Monaten. Mm. Lass dich schneller sein, dann haben wir halt nur 3 Wochen keinen Strom. Mm. Okay, sind wir mal vorbildlich und sagen, ey, die sind vorbereitet, wir haben nur 14 Tage keinen Strom. Was meinst du denn, was passiert? Was glaubst du denn, was los ist? Tag 1, alle denken, der Strom kommt jeden Augenblick wieder. Ich glaube halt tatsächlich, dass in erster Linie es wenig Klopapier geben wird am Anfang. Aus Erfahrung sprechen. Du kannst doch gar nicht einkaufen. Ich bin da mal durch eine sehr schwere Zeit gegangen, Martin. Für mich als Großstadtkind war es wirklich eine harte Phase. Ich habe wirklich 5 Tage lang, ich habe ein BD installieren lassen. Ich verstehe bis heute nicht, warum die Leute Klopapier gehortet haben. Ich verstehe es nicht. Ja, frag mal die Leute, die eine neue Matratze von einem Verwandten zu Weihnachten geschenkt bekommen haben auf einmal, die sich sehr nach Klopapierrollen angeführt hat, wenn du dich drauflegst. Ja, keine Ahnung, ich verstehe es auch nicht. Okay. Ja. Ich wollte nur damit sagen, dass du sagst, die klassische Aussage ist, ich gehe dann einkaufen, hol mir meinen Scheiß. Du kannst nicht mehr einkaufen gehen. Keine elektronische Tür lässt sich mehr öffnen. Kein EC-Gerät lässt sich bedienen. Und dann gib mir doch jetzt mal ein kleines Heads-up. Deshalb sage ich dir das, was jeder auch da draußen berücksichtigen sollte. Massenmigration nach Köln. Nein! Das passiert dann hier in Berlin, wenn es ausgeht. Oder nach Hamburg. Das kann und wie gehen sie damit um? Dann steht die CDU-Politiker von Hamburg stehen da und sagen, das darf sich nicht wiederholen, dass die Berliner nach Hamburg kommen. Unglaublich. Möchtest du eine ehrliche, wirkliche Hilfe für das Thema? Pass auf. Was mache ich als erstes, wenn es 2 Tage ist? Es gibt eine Broschüre vom Katastrophenschutz für vom Bund. Mhm. Die sagt dir, jeder Einwohner in Deutschland sollte sich für 10 Tage Vorräte, Trinkwasser und Essen anlegen. Ja. 10 Tage. Das hat auch die Mama Merkel gesagt dieses Jahr. Genau. Es ist wir gehen jetzt einmal durch die Straße. Okay, hier sind es jetzt Einfamilienhäuser, aber ich wette mit dir, du wirst von 10 Gefragten eintreffen, der überhaupt darüber nachgedacht hat. Jeder, der in einer Wohnung lebt, hat keinen Vorrat, kann ich jetzt schon sagen, außer Annie the Duck. Die hat ganz schön viel Nudeln. Aber auch nur Nudeln. Ja. Wenn kein Wasser mehr aus dem Wasserhahn kommt, ist das auch egal. Bitte? Ich hab einen Vorrat an Konserven zum Beispiel. Auch nur so 10 Tage, gebe ich ganz ehrlich zu. Das ist nicht so viel, aber 10 Tage kommt hin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht 10 Tage, aber ich hätte, glaube ich, 2, 3. Konserven zumindest. Ja, ist okay. Aber was ist denn mit Heizung oder sowas? Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Was ist denn, wenn es im Winter passiert? Ich habe ja tatsächlich eine Freundin und ich habe da einen Film gesehen auf dem Everest und wir haben dieses nackt aneinanderliegen schon mal geübt. Alles klar. Ja. Okay, gut. Finde ich gut. Ja. Also es ist natürlich immer der Punkt, man kann es übertreiben. Ich finde es aber einfach, für mich war es immer ein spannendes Thema. Ich glaube nicht, dass das jetzt morgen, übermorgen, keine Ahnung, aber es könnte passieren. Ja, wenn wir einen Schnitt richtig setzen oder nicht, haben wir ein Problem. Hoppala. Podcast geht online, Stunden später, irgendwie ist der Strom weg. Sag mal, was ist denn in Berlin passiert? Ja, Berlin ist unglaublich. Aber tatsächlich ist es wirklich genauso prekär und mich wundert eigentlich, dass es noch nicht passiert ist, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Aber das ist ein Thema, gut, das ist sehr sensibel. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich befürwortet das absolut, was die Bundesregierung sagt, das Katastrophenschutzministerium, Amt, keine Ahnung, wie man nennt. Vorrat anlegen? Ja, auf jeden Fall ein Vorrat für Lebensmittel und Wasser. Also Wasser ist somit das Wichtigste. Mhm. Und was machst du, wenn zu Hause der Strom ausfällt? Was ist der erste Schritt? Batterien. Stöpsel in die Badewanne, Wasser aufdrehen und dann komplett volllaufen lassen. Das ist der erste Schritt, den man macht. Weil der Strom könnte natürlich nach 10 Minuten wieder da sein. Was ist, wenn er aber erst nach Stunden oder Tagen wieder da ist? Dann hast du auf jeden Fall schon mal Trinkwasser für die nächsten Tage. Ha. Und vor allen Dingen auch zum Händewaschen, zum Zähneputzen, Brauchwasser. Mhm. Erster Schritt, lernst du in jedem apokalyptischen Buch,
wenn der Strom ausfällt, Badewanne volllaufen lassen. Bei großes Wasserreservoir in der Genau, und Licht aus. Ganz wichtig, Licht aus dem Klo. Und wenn du eine Scheibe hast, verdunkeln, weil Wasser reagiert ja mit Licht und bildet Protozoen und Kleinstkörper und die verunreinigen natürlich das Wasser. Und jeder sollte auch zu Hause einen kleinen Wasserfilter haben. Die kosten 30 Euro, die sind so groß. Damit kannst du über 500 Liter Wasser einfach aus jeder Regentonne, aus jeder Pfütze, aus jeder Badewanne ziehen. Ne? Es kostet nicht die Welt, aber es sind ohne so kleine... Ohne Chlortablette? Na, Chlortabletten würde ich dir nicht empfehlen. Also ich meine, ohne Chlortablette geht das? Ja, natürlich. Einfach nur mit dem mit so einem Aktivkohlefilter oder was? Ich habe im Auto einen Filter, genau, nee, der kleine nicht, der macht halt nur Regenwasser, Giardien, Protozonen und so weiter, macht er weg. Ich habe im Auto ein kleines Ding, das ist so ein Becher, der sieht aus wie eine Trinkflasche. Der hat einen Filter drin mit Aktivkohlefilter, damit gehe ich mit 150 Litern durch. Der macht dir sogar Chemikalien raus. Also ich könnte aus dem Bootswasser, ich könnte dir... Aus dem Rhein. Ich könnte aus dem Rhein saufen. Ja. Und das ist richtig krass. Der Rhein ist wirklich scheiße dreckig. Ja, das stimmt. Also, ich habe auf einer Kuhsteppenebene oben in Madeira aus einer Pfütze Wasser getrunken, wo du nicht mal den Grund gesehen hast. Das war so eine Brühe. Da hättest du, ne? Es funktioniert. Und das kostet, klar kosten die Geld und klar muss man sich, aber die halten doch ewig. Mhm. Pack dir das zu Hause oder einen Rucksack oder keine Ahnung. Mhm. Und rechnest du damit, dass du in deiner Lebzeit noch mit sowas konfrontiert werden wirst, also definitiv, sagst definitiv, du? Ja. Also digitaler Blackout im Sinne von lokal Stromausfall, ja. Also du nennst es aber digitalen Blackout, weil dann die Gesellschaft so angewiesen ist auf Digitalisierung oder was hat das dann mit digital? Na, dieser digitale Blackout sehe ich halt, ich ziehe das immer alles in einen großen Begriff. Mhm. Darunter zähle ich kleinere Stromausfälle oder einfach durch Bauarbeiten verursachte Probleme oder auch terroristische Hintergründe und so weiter. Mhm. Aber digital Blackout bedeutet, die Leute fallen quasi gefühlt von Alexa, machen wir mal den Fernseher an in Scheiße, ich brauche ein Stück Stein, um ein Feuer zu machen. Mhm. So, also quasi das passiert, wenn wir nicht aufpassen. Mhm. Und da kommen wir zum Thema, wo wir eigentlich hin wollten. Und das war das Jagen. Ja. Wer kann denn da draußen sich selber versorgen? Wer weiß denn, wie man ein Tier aufbricht und das verarbeitet? Die wenigsten. Und dann wird es aber absolut als zum Tabuthema gemacht, obwohl es eigentlich für jeden essentiell ist. Kannst du einen Fisch ausnehmen? Schon mal gemacht? Nee. Du? Krass, oder? Das das war in der Schwedenzeit tatsächlich. Da habe ich das aber auch erst gelernt und auf dem Schiff, weil ich bin lange Zeit gesegelt. Aber merkst du selber, von drei Gefragten kann einer einen Fisch ausnehmen. Traurig, weil das ist für mich ist das total Standard. Und du hast hier halt schon jetzt sehr viel Glück. Ich kann dir jetzt schon sagen, wenn du einmal zum Beispiel dich durch unsere Influencer-Szene klapperst, da würde keiner ja sagen. Tamay ist ja Waldorf-Schüler, nur deswegen kann er sowas. Du lachst, ich meine, das ist komplett ernst. Ja, ich kann dir, alles gut. Ich kann jetzt schon für Annika antworten, die sagt dir nein. So, für deinen Bruder kann ich auch antworten, der wird auch Nein sagen. Stell mir vor, ihr würdet einfach an langer Hand verhungern. Ihr würdet vielleicht noch eine Angel hinkriegen? Philipp hat schon mal gemacht? Okay. Ja, also das ist halt echt ein Thema. Ja, also gebe ich dir vollkommen recht, aber du sagst schon. Schon mal ein Tier getötet auch? Das ist ja auch so ein Punkt, ne? Ja, tatsächlich. Ja. Ameisen, gut, zähle ich jetzt nicht als Tier, aber. Aber ist krass, ne? Also auch diesen Schritt sich zu überwinden, zu sagen, okay, ich töte jetzt mit dem Gedanken dazu, das auch zu wollen und zu essen dann, ne? Von daher finde ich es ein bisschen schwierig, dass die Leute das halt verbieten oder nicht zu zeigen dürfen, was du meintest, weil es eigentlich essentiell und wichtig ist. Man darf es nicht verherrlichen. Genau, ich habe es verpackt in dieses, wie weit kann Survival auf YouTube noch gehen, ne? Weil wenn ich sage ein Event und ich weiß ja nicht, was bei Seven vs. Wild passiert ist, wenn ich sage, aber es muss weitergehen, dann ist das bei mir der logische Schritt, ist nicht nur Häuschen bauen, eine Challenge im Wald, irgendwas aufbauen und weiter, sondern auch mal, wir überleben mal einen Monat und dann wird halt auch klar gejagt, wie in so einem Doku-Style, Doku-Series. Und da werden dann Tiere ausgenommen, dann wird halt genau das auch mitgenommen. Weil selbst so ein Bear Grylls oder so, das größte der Gefühle, was er macht, sich eine Made reinpfeifen für ein GIF oder Elefantenscheiße auspressen, damit er hydriert. So, ne? Also, der hat sich aber auch schon in den Jack gelegt, ne? Ja, klar. So, ne? Aber ich sag mal, wenn es darum geht, dass der da irgendwie im Amazonas irgendwie hockt und sich dann mal so ein Puma vorknüpft mit Faustkampf, das siehst du ja auch nicht. Ne? Maßlos überspitzt natürlich. So, komm her, du. Komm her, du. Ja, ich mach eins gegen eins. Ich schau mir auch die Marke an. Jetzt komm, du geh nicht. So, jetzt haben wir auch nicht auf Bäume. So. Ja. Und nicht in den Sack. Und nicht in den Sack. Du nicht in den Sack, ich mach nicht auf den Sack. Richtig. So. Beide nicht auf Sack, fertig. So. Richtig gehört. Ist richtig, nein, absolut, gebe ich dir recht. Nee, aber voll interessant, auch gerade spannend, dass du am Ende dich doch nochmal als Verschwörungstheoretiker geoutet hast und dann. Nein, Quatsch. Nein, aber interessant habe ich natürlich auch in der Form, noch nie in der Intensität sicherlich drüber nachgedacht. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich säße mal da und hätte gedacht, so, was, wenn das jetzt alles weg wäre. Also selbst Corona war bei mir kein Auslöser, weil ich so mich geborgen fühle in diesem System von Ruhe irgendwie noch. Weil, habe ich noch nie in der Intensität zumindest drüber nachgedacht. Sodass ich sagen würde, das hat mich mal beschäftigt. Aber tut's jetzt und mir geht's nicht gut.
bin ich ganz ehrlich. Damit geht es mir sehr schlecht. Ich wollte damit jetzt nicht Panik verbreiten oder damit Angst machen. Nein, klar. Aber ich mir schon gedacht. aber das ist ja grundsätzlich auch richtig. Also man soll sich natürlich schon mal darüber Gedanken machen, was denn wenn wäre, ohne jetzt dann auf den Hardcore-Prepper-Lifestyle und was macht die Bundesregierung falsch. Nein. Lifestyle irgendwie zu fallen. Ich meine, sie empfiehlt ja schon, ist ja schon gut. Also. Ja, klar, also es ist ja auch nichts Neues. Du hast im Prinzip jetzt eigentlich nur noch mal das gesagt, was überall schon drin steht. Ja, eigentlich schon. So, fertig. Und es heißt ja jetzt nicht, dass das morgen passiert, dass es noch während Corona passiert, aber das ist, um alle Virologen zu zitieren ungefähr, das war jetzt Probe, haben wir richtig schlecht gemacht und ist auch noch nicht vorbei. Wer weiß, wie schlecht wir es noch machen werden. Aber wenn so in 20, 30 Jahren die Kacke dir dann direkt irgendwie beide Beine irgendwie abfaulen lässt und sich schneller überträgt, dann ist die Kacke richtig am Dampfen. So, ne? So, und, da brauchen wir nicht die Geschäfte zumachen, dann kann man den Deckel zumachen. Ja, klar. Und ich glaube, gerade in Anbetracht dessen und zu sagen, so ja, dahingehend sollte man sich vielleicht mal Gedanken machen, nicht, dass dann das ganze System kollabiert, was übrigens auch schon vor einer Pandemie jeden Tag passieren könnte. Klar. So, aber es ist natürlich wichtig, vielleicht einfach mal grundlegend, und ich finde, da ist aber schon sicherlich ein Movement auch in unserer Generation da, grundlegend mal ein bisschen mehr zurück zu den Basics. Mal der Traum vom Haus, der klassische deutsche Traum vom Haus ist ja immer noch da, so gefühlt. Ne? Schaffe Häusle baue, man kennt das Sprichwort aus Süddeutschland. Klar. Das ist ja immer noch da, und ich glaube, das wollen auch viele, und den absoluten Wunsch, den ich von allen eigentlich mitkriege bei mir aus meiner Ecke, ist halt ein Haus mit einem eigenen Garten, um das Essen selber anzubauen. Obst autark und Gemüse. Autark zu leben. Und nicht mal als eine Systemkritik, sondern einfach... weil du da weißt, was du kriegst. Damit du weißt, was du kriegst. Exakt. Und das hat nicht mal unbedingt eine krasse politische Entscheidung, eine krasse wirtschaftliche Entscheidung, weil sie es nicht leisten könnten, zum Biobauern oder so zu gehen, sondern einfach selbst nur... Selbst da weißt du ja schon nicht, was du kriegst. Weil einfach genau Leute da ein bisschen verunsichert sind, aber auch halt das gerne selber wieder machen. Ne? Also wie viele Leute ich kenne, die schon rausgezogen sind mit Frau oder Freundin und in ihrem Garten Kräuter, Gemüse anbauen, Tomaten, so No-Brainer-Dinger, Kartoffelchen, Tomaten, nix, Rosmarin, ist ja ein Witz, so, ne? Feigenbäume, Apfelbäume, so, um einfach zu sagen, ich kann das jetzt im Zweifel auch selber machen, und die sind halt tiefenentspannt jeden Tag, ne? Die sagen dann halt, hier ist mein kleines Fort Knox, fertig. Ja, ich glaube aber trotzdem, dass das gerade so ein bisschen Mode ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Du kannst in Berlin auf jeden Fall, aber es geht ja schon in eine richtige Richtung, dass du nicht direkt in eine komplette Notpanik verfällst, weil du sagst, ich habe jetzt gar nichts hier. Aber das ist doch das kleinste Problem bei so einer, das ist, also der Punkt, ja, ich würde das auch machen, weil ich dann weiß, was ich fresse, Punkt. Ja, ich will frisches Zeug und will aber wissen, wo es herkommt. Fertig. Richtig. Mein Boden, mein Essen, fertig. Richtig. Es hilft dir aber nicht, wenn der Strom ausfällt, weil du dann deine Pumpe fürs Wasser nicht bewegen kannst, weil, verstehst du, es geht ja darum, dass... Aber ich habe ja eine volle Badewanne. Die brauchst du aber zum Scheißen. Nee. Da klar, fürs Klo. Nee. Weil, nee, du scheißt im Garten, weil dann wachsen ja Fertilizing, Gurken. Fertilizing, genau. Ich kack einfach die Kartoffeln. Ich kacke die Gurken. Ich kack einfach die Gurken an. Die Rabatten geschissen, nee. Voller Held. Es wird in die Tomate geschissen. Du fragst dich, warum die Radieschen so gut schmecken? Ich kann dir dann die Geschichte erzählen. Richtig. Von heute Morgen, 8.30 Uhr. Da war der Instant-Kaffee nochmal aus der Badewanne gelöffelt und dann ging es aber direkt ab aufs Feld. So. Schön. Nein, aber... Verstehe mich. Es geht also, klar, sich eine Dose in den Keller zu legen, klar, und ein paar Kanister Wasser, das ist ja, damit ist doch schon getan. Ja. Vielleicht noch ein Filter für die Regentonne. Und jetzt alle in der Großstadt, was für ein Keller, Bro? Yo, dann machst du einen Bettkasten. Ein Kumpel von mir, der hat auch nicht die Möglichkeiten, der hat sich von mir, also ich habe so ein Fertigpulver, keine Ahnung, das kannst du dir einfach Vorsorge halber einfach unten in den Bettkasten reinschieben, das nimmt keinen Platz weg, dann kannst du 11 Mahlzeiten, wenn nicht sogar mehr, rausziehen. Reicht doch. Es geht doch nur darum, dass du nicht einer von denen sein musst. Und jetzt kommen wir mal zu dem Grund, warum mache ich das überhaupt? Du könntest ja auch sagen, was denn, ich raus? Plünder ich, Alter. Hau ich die Scheibe von Supermarkt, ey, bei Penny rein, hol mir, was ich brauche. Oder renne los, wenn quasi die Kacke am Dampfen ist. Das Problem ist ja, wenn es dazu kommt, ist immer das Problem der Mensch. Hunger hält man eine Weile aus. Aber brauchst du etwas, dann musst du dich da draußen rumprügeln. Und jetzt stell dir mal vor, dein Kind braucht Insulin. Was machst du denn dann? Und die Vorräte sind alle. Oder deine Frau braucht irgendwelche wichtigen Medikamente. Ja. Du prügelst dich so lange und tötest Menschen, bis du das Zeug hast. Und das sind ja die schwierigen Parteien, weißt du? Klar, aber natürlich sind wir jetzt, wenn du über sowas so redest, schon in einem ganz großen... Ja, wir sind schon bei Walking Dead. Hätte, könnte, werde, würde. Also das, nein, aber verstehe mich. Das ist eine Wahrscheinlichkeit und eine Realität, in der ich lebe, wo ich sage, dass es so weit eskaliert oder dass es so weit kommt, da würde ich sagen... Hast du auch vollkommen recht. Da würde ich sagen, so, ich glaube, bevor die Leute sich anfangen würden, komplett zu köpfen,
Das passiert ja ohnehin schon jeden Tag, auch mit Strom. Tatsächlich, ja. Da brauchst du nicht mehr das so, weil die Leute kommen jetzt schon nicht mehr an das, was sie brauchen. Ja. So, da sind wir, glaube ich, noch eine ganze Weile. Ich wollte damit nur sagen, das Problem bei so einem Problem, was dann entsteht, also Stromausfall oder sowas, ist dann der Mensch das Problem. Also wir miteinander ist das Problem. Wir fangen an, dann irgendwann deswegen nichts mehr zu gönnen. Klar, das ist das Problem. Klar, deswegen von Tag 1 keine Wasservorräte, Badewanne leer, Machete in die Bude und dann die alten komplett aufschlitzen, die in der Nähe sind von dir. Und dann werden Menschen gefuttert. Tag ein, Tag aus, ich sag's dir, ich weiß genau, wo die Leber sitzt, weil das tut weh bei mir. Das ist gar kein Problem. Und die sind ja auch gestopft, weil die sich den ganzen Tag nur Fastfood reinballern. Das heißt, ich hab schöne menschliche Stopfleber und kann mir schön reinballern in der Krise. Ich sag's dir genau, wie es ist. So wird der Hase laufen. So, da sehe ich dich. Ja, danke. So 10 Minuten später. Und du kommst dann nach komplett Köln. Angemalt. Du kommst dann nach Köln. Zwei Tage Stromausfall, du siehst einfach nur eine Holzmauer um Köln gebaut und wer sitzt auf dem Thron mit gestopfter Menschenleber? Ja. Der Papa. Ja. Und du da mit deinem komischen Aktivkohlefilter. Ich trinke das Blut. Salz, sag ich dir. Salz. Scheiße, Alter. Aber es ist ein schönes Szenario. Würde ich sehr feiern. Nee, nach Köln würde ich nicht. Da ist der komische, etwas korpulente, bärtige Junge, der deine Leber isst. Ich würde nie nach Köln reisen. Das würde ich ganz groß umschiffen. Bin ich ganz ehrlich. Was ist denn los? Ja, die hatten 2 Tage keinen Strom. Ja. Das ist ganz komisch. Der Typ sitzt im Dom auf so einem goldenen Thron. Nach 2 Tagen, würde ich schon hart feiern. Es war wie damals, 5 Wochen her oder so. Hier, China, abends, Strom aus, Facebook down. Die Geräte, wo alle Jugendlichen ausgeflippt sind, wo es diese tollen Interviews gab und dann so, ja, WhatsApp war ja 8 Stunden down. Ja, ich wollte meine Eltern erreichen, habe ich nicht. Warum haben sie nicht angerufen? Ja, ich wollte ihnen ja eine Nachricht schreiben. Versuchen sie nochmal das Short-Mail-System. Was? Was? Was ist das? Ist das mit Morsezeichen? Nee, das ist ein SMS. Was? iMessage, was? Ja. Das Krasse war, ich weiß eigentlich inzwischen irgendjemand, warum das so war? Warum wir 8 Stunden kein Social Media Also die Verschwörungstheorie dahinter, wenn wir jetzt in einen Rabbit Hole eintauchen wollen, war ja tatsächlich dieses, China möchte auf irgendein Stromziel kommen und schaltet deswegen nachts mal einfach ein paar Serverfarmen aus und killt die Stromversorgung. Und dass da dann die Infrastruktur dementsprechend zusammengebrochen ist, weil da wichtige Daten drauf lagen, die das Netz dann halt zerhauen haben. Du glaubst, dass die Server von Facebook und Co. in China stehen? Überall auf der ganzen Welt verteilt. Aber ich bin mir sicher, dass das ein Netzwerk ist. Und wenn im Netzwerk ein Problem herrscht, dann ist das dann bestimmt nicht immer so überall hypersmart gelöst, ist das dann alles einwandfrei klappt. Die waren ja dann auch nicht die ganze Zeit weg, als der Strom da weg war, sondern nur die ersten paar Stunden, die es dann vielleicht braucht, auch um solche Systeme wieder aufzubauen. Hängt ja alles ineinander. Instagram ist riesig, WhatsApp ist riesig, Facebook ist riesig. Und wenn diese Systeme ineinander verknüpft sind, was sie ja anscheinend sind, weil alle weg waren gleichzeitig von der Firma. Sind wir schon drin im Rabbit Hole? Nee, aber also die Theorie, und ich weiß nicht, ob es zwei loosely verknüpfte Sachen sind, war, da war der Strom weg, da sind diese Serverfarmen weggefallen und dann waren die Services da. Okay, und warum war zwischenzeitlich dann kurz WhatsApp wieder da und dann wieder weg? Deswegen sage ich ja, es kann auch ein komplett falscher Kausalschluss sein, den ich mir zusammenreime, weil diese beiden Geschichten habe ich direkt an einem Tag mitbekommen. Okay. Und dann hieß es... Warum hast du die bekommen und ich habe nur diese eine gekriegt? Sorry. Ja, aber kann ja sein, dass WhatsApp da ist, weil die Serverfarmen liegen ja überall. Kann ja sein, dass sie wieder hochfahren, weg. Weg. Der Grund, warum. Du hast jetzt eine schöne Story gehabt. Ja. Meine war aber relativ einfach gestrickt. Und zwar, dass irgendeiner bei Facebook ausgestiegen ist, die Informationen hatte. Ach, das war aber ein Tag vorher. Das genau, war ein Tag vorher. Genau. Ja. Und weil die halt gemerkt haben, scheiße, die Alte geht damit hausieren. Mhm. Die kann uns quasi alle crashen. Genau, das war das. Schalten wir mal lieber das System ab, genau, bis wir die Alte umgebracht haben. Oder umgeschrieben haben. Mhm. Klingt für mich auch viel plausibler als ein Strom. Ich glaube nicht, wenn du Whistle geblowt hast, dann kannst du nichts mehr machen. Das Sicherste, was du machen kannst. Weil wenn du dann entsorgt wirst von irgendwem, hört sich sehr hart an, entsorgt wirst, dann... Wieso, die hat einen Unfall. Kack am Ach, hatte die wirklich? Ja, die hat einen Unfall. Die ist mit dem Flugzeug abgestürzt. Oh, wirklich? Kennst du nicht den Film Collateral Damage? Alter, okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Nein, das war ein Joke. Ich hab nur... Also die ist nicht abgestürzt, aber die ist tatsächlich, die da geleakt hat, ist raus und danach ist das Ding komplett zusammengebrochen. Und man munkelt, dass sie halt... Aber die hatte keinen Flugzeugabsturz. Nein. Ich dachte tatsächlich, das wäre passiert. Nein, aber das ist doch, was du immer hörst. Stell dir mal vor, die fliegt irgendwie hier bei dem Kollegen hier vorbei aus Weißrussland. Dann ist direkt Flugzeug direkt landen. Ganz schwierige Nummer. Ich habe also ganz ehrlich, schwierig. Ich finde das immer sehr, sehr gruselig. Ja, so, alles ganz, ganz gruselig. Nee, aber ich habe das nur mitbekommen, 60 Minutes war das Interview, ne? Von ihr. Muss ich mir auch noch angucken, das wollte ich mir auch mal anschauen. Kann auch einfach sein, dass dann Datensätze höchstwahrscheinlich aus den Sachen entfernt worden sind und deswegen runtergefahren. Ja. Natürlich, einfacher. Es gibt bei Minute 2, wo sie anfängt mit... Wird sie jetzt aus dem Roboter ausgetauscht? Ja. Ganz schwierig, ganz schwierig.
Aber auch ein schöner Punkt, um da zu enden, weil die Leute sind jetzt richtig wütend und hauen höchstwahrscheinlich in die Tasten so. Was hier? Digital Blackout, Aktivkohlefilter, Menschenstopfleber essen. Was ist denn jetzt passiert? Bestell Wasser bei Amazon! Warum seid ihr denn jetzt auf Klo gegangen? Was ist denn da passiert? Wir waren auch zusammen auf Klo. Tolle Erfahrung. Ja, stimmt. Aktivkohlefilter, wir haben seitdem Wasser ist wieder aufgefüllt. Supi, einfach prima. Ja. Ich danke dir für deine Zeit, die du dir noch genommen hast. Es wollte eigentlich eher so eine kurze Nummer werden. Wir sitzen wirklich seit einer Stunde im Regen auch, muss man sagen. Ja. Es ist tatsächlich, bin ich etwas erschrocken, wie spät es schon ist. Es ist krass, ne? Wie schnell das vorbeigeht. Alter. Aber wir müssen auf jeden Fall nochmal und dann in einem Studio vielleicht auch mit Heizung. Ja. Weil ich glaube, meine Nierchen sind jetzt auf jeden Fall nicht mehr verzehrbar für den nächsten Kannibalen, der sich auf mich stürzen würde. Gut, dass ich auf die Leber geht. Wenn 7 Tage lang WhatsApp down sind. Ich danke dir für deine Zeit, Martin. Schaut gerne bei Martin vorbei. Wir haben auch viel gedreht, was noch kommen wird bei mir auf dem Kanal. So rum ist richtig. Und Martin hat auch schon ein bisschen gestreamt. Da kann man auch schon ein paar Einblicke haben. Küsschen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin haut rein, folgt überall und lasst ein Abo da, bitte. Danke. Macht gut. Schönen Dank, dass ich da sein durfte. Tschüss. Gerne. Yeah. Aha. Yeah. Der Podcast ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like doch rein. Lasst ein Abo da. Und dann ist es over. Yeah, seid ihr da? Turnover.